So ein raffinierter Hund. Digga, 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 Digga. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir wieder zurück und ihr habt ja schon lange drauf gewartet. Nächster Regalbesuch. Gestern wurde ich noch angeschrieben. Ich sage, Digga, wann ist nächster Regalbesuch? Ich sage, ja Leute, chillt, ich bin ab morgen wieder unterwegs. Und ich bin ja heute hier beim Patrick, der ja gar nicht so eigentlich ein unbekanntes Gesicht ist. Man würde es vielleicht meinen. Für die Leute, die meine Anfänge verfolgt haben, die haben vielleicht damals auch mitbekommen, dass der Patrick damals auch einen YouTube-Kanal angefangen hat, den es auch tatsächlich heute noch gibt. Der wird jetzt nicht mehr so reichhaltig gefüttert wie damals, weil bei dir ist es ja Hobby geblieben, bei mir ist es ja quasi Profession irgendwie so ein bisschen geworden. Und hast dein YouTube-Kanal heißt Castle Nerd Skull. Lass mal ganz kurz hier, ihr seht oben links auch die Einblendung, unbedingt da mal draufklicken und mal reinschauen. Da gibt es nämlich tatsächlich auch richtig geile alte Schätze von früher, gerade wenn man den Chris dann nochmal sehen will und so das weiter. Stimmt, ja. Weil der Chris ist ja auch ein Kumpel von dir und ihr habt ja einige Sachen auch schon zusammen gemacht. Top-Filme und Top-Computerspiele und alles drum und dran. Genau, und so. Das hat mich übrigens auch dazu inspiriert. Ich habe mir auch jetzt meine Top 50 Computerspiele mal zusammengeschrieben, schon vor einem Jahr oder so. Ich muss es nochmal updaten, weil ich auch tierisch Bock habe, weil das ja auch so ein Teil unseres Hobbys einfach ist. Ich finde, digitales Spielen gehört halt einfach dazu. Man, es kommt ja irgendwie auch so jahrelang so ein bisschen so aus dieser Ecke und hab Bock auch mal so ein Ding, so ein Video quasi zu machen. Ich habe die Liste schon fertig, ich muss die nochmal überarbeiten, weil im Nachhinein fallen einem ja immer noch weitere Sachen ein. So eine Top 50 Computerspielliste, die kann man sich nicht einfach so aus dem Arsch drücken, da muss man schon die auch mal ein bisschen liegen lassen, reifen lassen, dass einem noch ein paar Sachen einfallen und man hat im Laufe des Lebens. Wenn man schon so lange halt spielt, ne? Also sprich, ich weiß nicht, womit du angefangen hast, bei mir damals Gameboy, wann kam der raus? 89, 90 oder so halt, ne? Und dann ging es halt los und wie viel hat man gezockt und dann vergisst man vielleicht auch das ein oder andere System komplett oder das ein oder andere Spiel, was man, wer weiß wie lange schon nicht mehr gesehen hat. Ne? Richtig krass. Ich habe tatsächlich auch mal in der Liste auch mich an sämtlichen Sachen bedient. Ich muss dazu sagen, es ist auch viel PC-Zeug dabei, weil ich nie, also wir hatten früher nie so Konsole. Hattest du damals, was du so ein Konsolenkind, das alle Konsolen auch hatte, so NES, SNES, N64, einfach schütteln, wenn nicht mehr dabei ist. Halt tatsächlich NES angefangen damals, ne? Also Nintendo und ich war kurze Story, ich war aber ultra neidisch auf Sega damals. Meine Cousine ist ein bisschen älter und ihr Freund hat zu Weihnachten das Master System bekommen. Sega Mega Drive. Sega Mega Drive. Das schwarze, ne? Das ist so richtig, ja, richtig. Ich habe das Lego Piratenschiff bekommen und meine Mutter war stinkend sauer, weil ich das den ganzen Heiligabend nicht angeguckt habe, weil ich nur Sonic gespielt habe auf dem Mega Drive. Ja, und, aber was denken Eltern sich auch? So, keine Ahnung, hier ein Piratenschiff und hier so, ja, also und da ist daddeln, so Kinder daddeln einfach nur mal gerne. Mhm. Und das ist bei mir damals auch schon immer so gewesen. Durftest du so unlimited daddeln oder hast du auch immer schon so ein bisschen elterliche Kontrolle dann auch so? Es ging, ich habe relativ früh auch einen Fernseher ins Kinderzimmer bekommen und dann war eigentlich, also es gab irgendwann so ab so und so viel Uhr ist Schluss halt, ne? Aber nicht jetzt so nur eine Stunde am Tag. Wurde denn auch so die Alterskontrolle wurde so FSK-mäßig da oder was? Oder konntest du dann auch schon mit 12 dann die 16 Spiele ballern und alles drum und dran und so weiter und so fort? Bestes Beispiel ist Mortal Kombat 2. Das war ja ab 18 nur noch indiziert und du konntest es halt in Deutschland nur bei so Versandhandel bekommen, ne? So, Kumpel hatte das schon, ich zu meiner Mutter gesagt, ich will das haben. Dann hat die sich aber wirklich auch eine halbe Stunde das angeguckt, ne? Und hat einmal gelacht und gesagt, also ich glaube, du weißt, dass du nicht zu irgendjemand hingehen kannst und dem die einmal abreißen kannst du spielen. Ne? Also die hat für sich dann so entschieden. Ja, halt so, ja, ist ja okay, ist ja auch FSK, ist ja freiwillige Selbstkontrolle, ja. Die ist das drum und dran. Ich meine, letztlich kannst du die Kinder ja damit dann auch verseuchen, aber aus dir ist ja trotzdem dann nochmal was geworden, du hast den Absprung aus der digitalen Welt dann kurzzeitig noch geschafft halt eben so. Aber das ist ja auch, also nach wie vor digital begleitet uns beide ja auf jeden Fall immer noch. Absolut. Ne? Ja. Und wir haben quasi den Brettspielbereich so als Zugewinn in den letzten Jahren einfach dazu gewonnen einfach, ne? Ja, wobei bei mir ist halt wirklich auch mit HeroQuest und StarQuest und so diese ganzen Sachen, die, wann kamen die? Ende der 80er, Anfang der 90er kamen die raus und das war dann so eigentlich so dieser, ne, der Anfang zu diesen Brettspielen weg von diesen Klassikern, die man mit Oma Opa gespielt hat, Mensch, ärgere dich nicht und so. Ne? Dann ging das halt so los, weil, boah, geil, Miniaturen und so. Ne? Dann kam irgendwann Siedler, dann war so der Euro-Anfang, ne? Und dann
Bist du denn über die Jahre auch immer komplett dabei geblieben? Das ist immer so meine Lieblingsfrage, die ich stelle. Oder bist du auch für ein paar Jahre mal weg gewesen und dann irgendwann wiedergekommen? Ein paar Jahre, irgendwann kam Magic und ein paar Jahre war Magic dann so das Ding. Ne? Dann hat man keine Brettspiele mehr rausgeholt, sondern man war nur Magic am Zocken. Ne? Ich finde, es ist auch, ich meine, Magic ist ja auch damals schon halt für einen Schüler ein sauteures Hobby gewesen. Absolut, also komplett absolut. Krank, auch heute noch. Ich meine, Yu-Gi-Oh! Weiß der Geier, was die Kinder da alle spielen. So, das ist ja reine... Gelddruckmaschine, richtig heftig so. Und für diese Brettspiele muss man auch schon sagen, ich meine, also ich hätte früher keine 70 Euro mal eben gehabt, um mir ein Terraforming Mars zu holen. Nö. Oder so, weißt du, was ich meine? So, das ist ja eigentlich, ist es ja schon ein Hobby für betagtere Leute, also die zumindest Geld verdienen schon. Absolut, ja? Absolut. Wenn man sich dann überlegt, dass manche, oder auch ich selber, allein als Messebudget sich mitnehmen, ne? Wo dann manche gucken dich dann an, wenn man das erzählt und gucken dich an und sagen, was, wie viel nimmst du damit? Und das Auto kostet weniger halt eben so, ne? Keine Ahnung, wenn du guckst halt, kriegst du für 1000 Euro ein Auto, wenn du willst, so, und andere Leute gehen zum Messe und sagen, ballern da für 1500 Euro Spiele raus, so, und dann haben aber allerdings noch 90% der Spiele von dem Vorjahresmesse noch ungespielt im Regal. Deswegen war ich auch gerade, als hierher gekommen, gerade ein kleines bisschen beeindruckt auch, weil ich mal so geguckt habe hier und deine Sammlung sieht so ein bisschen aus, als wäre die so vor einem Jahr, anderthalb Jahren so ein bisschen stehen geblieben, nicht mehr so rasant weitergewachsen, weil es sind ja schon, wir sehen viele Top-Titel, mit denen man natürlich auch vertraut ist, aber insgesamt wenige von den Hypes, die aktuell so rumschwirren, so, weißt du, was ich meine? Ist richtig. Also zum einen war das natürlich durch die Corona-Pandemie, man hat einfach weniger gezockt dann in dem Moment, ne? Und dann ist in mir einfach so dieser, ich sag mal, das Verlangen zu sagen, ich möchte die Spiele, die ich habe, jetzt endlich mal wieder auf den Tisch bringen, wenn man sich jetzt treffen kann. Und ich war grundsätzlich noch nie so derjenige, der immer wieder was Neues spielen wollte, sondern ich wollte eher so die Spiele auch entdecken, 2, 3, 4, 5 Mal spielen. Ne? Das war zum Beispiel beim Chris immer so, Chris hat ja immer neue Spiele auf den Tisch gebracht, ne? Und da waren diverse Spiele dabei, die mich geflasht haben. Roleplayer war dabei, hat er als erstes auf den Tisch gebracht. Und ich habe immer gesagt, ey, ich will das nochmal spielen. Das heißt, ja, nein, du musst was Neues spielen. Ich habe hier was Neues für dich mit. Genau, wie ist das? Und dann jedes Mal das Ding mit 2, 3 kleinen Regelfehlern noch, weil es jetzt mal Erstpartie ist und dass du eigentlich gar nicht genau weißt, so, war das jetzt so geil oder wäre es geiler gewesen oder wäre es vielleicht doch weniger geil ganz gewesen? Genau. So, und dann musst du es noch ein zweites Mal quasi zocken. Ganz so, genau. Das ist auch, immer so, Digga. Alter. Kein Scheiß halt eben so. Aber das passiert gerade bei Erstpartien. Erstpartien sind ja eigentlich immer Lernpartien. So. Ich finde, die haben wenig Aussagekraft, wenn jetzt wirklich die Regeln nicht so super F sind, sag ich jetzt mal so. Dann wird natürlich auch beim ersten Spiel schon geknüppelt. Aber das passiert halt eben so. Daniel, die Toku erklärt, sind auch 2 kleine Regelfehler. Dann nachher aufgefallen, als mir nochmal anderes Regelvideo und nochmal das letzte Heft geblättert habe. So. Aber okay, tut der ganzen Sache keinen Abbruch. Nein. Ja, dann bist du halt eben, hast du gesagt, pass auf, irgendwann, ich gebe jetzt nicht mehr so viel Geld einfach aus oder wie oder was. Nö, und dann habe ich halt auch so über meine Sammlung geguckt, habe so, weiß nicht, man hat ja Spiele für verschiedene Anlässe, ne? Also wenn die Family kommt oder wenn halt mal größere Gruppen da sind oder zu dritt, zu viert, zu zweit. Und tatsächlich spiele ich auch hauptsächlich zu zweit, ne? Mit dem Chris Salmers, Grüße an der Stelle halt. Ne? Moin, Digga. Und dann verschlankt man ja die Sammlung auch dementsprechend, dem Anlass entsprechend, dass man sagt, okay, ich habe so 2, 3, 4 Spiele für mehr als 6, ich habe 2, 3, 4 Spiele für 3, für 4 und so weiter. Ich habe ein paar Familienspiele, ein paar Partyspiele. Der vernünftige Boss, sage ich jetzt mal. Also ich glaube schon, dass es für viele Leute auch ein Problem ist. Für mich ist das ja auch mal so ein Problem. Irgendwann, also ich mag gerne Sachen kaufen, ich mag mich informieren und dann kommen die an und ich stelle mir die weg. Klar. Und ich mag halt eben auch gerne Sachen irgendwie zu besitzen. Auf der anderen Seite guckst, stehst du irgendwann vor deinem Regal, da kriege ich regelmäßig, das mehrmals im Jahr, kriege ich die Krise und sage, das spiele ich dann niemals. Ja, das würde ich gerne mal spielen, aber niemals, also wann soll ich das spielen? Ganz weil genau. Die Seite ganz ist genau. Halt so voll mit richtig geilem Scheiß und ich hab, dann hast du immer noch so ein bisschen die Angst, dass da vielleicht doch eine Perle dabei ist, die hat umgespielt, irgendwie auszieht und alles drunter. Das hat mich gestresst das auch total, deswegen arbeitest du mal mit neuen Ausmiss-Streams und dann müssen wir wieder da 20, 30, 40 Spiele dann gehen, so, und dann ist die Hälfte auf dem Regen von umgespielt. Dann deswegen. Ja. Vernünftig. Du guckst ja auch die regelmäßigen Regalbesuche. Wonach hast du deinen Stapel? Du weißt ja so die Standardfrage erstmal am Anfang immer so. Und wonach hast du deine Sachen quasi ausgesucht? Also genau, ich habe jetzt nicht jede Folge geguckt tatsächlich, aber schon viele. Und
Da habe ich zum einmal darauf geachtet, dass ich jetzt nicht ein Spiel zeige, was irgendwie schon 10-mal vorgekommen ist, was auch jeder kennt. Ja, also ich weiß nicht, Terraforming Mars, ein Flügelschlag oder so, die brauche ich hier nicht vorstellen, weil die kennt jeder. Ne? Das heißt, ich habe versucht, auf jeden Fall so ein paar Sachen, die ich noch nicht gesehen habe im Regalbesuch und tatsächlich auch so ein paar asiatische Sachen, weil das ist ja so ein bisschen der Ruf, der mir auch nachhört. Halt, ja, genau. Also es ist so, glaube ich, so ein bisschen von allem was dabei. Ich habe auch einen Miniaturenklopper, den ich auch noch nicht bei dir im Regalbesuch gesehen habe. Vielleicht habe ich ihn noch verpasst. Dann ein bisschen was asiatisch, ein paar Geheimtipps und... Also insgesamt bist du ja eher Sammler als Jäger, würde ich jetzt mal sagen, halt eben. Jetzt nicht von der Männlichkeit her, sondern von deinem Zimmerchen her. Im Intro habt ihr es vielleicht gerade eben schon gesehen. Du bist ein Sammler von... Jede Menge Actionfiguren hast du, beziehungsweise eigentlich ist es ja nur eine... Also das, was wir da eben gesehen haben, ist eine, das He-Man-Zimmer, He-Man. Das ist ja quasi nur eine. Was ist He-Man von Mattel eigentlich, ja, oder was? Das ist alles, genau, Mattel-Dinger. Und das waren ja richtig viele Minis, Action-Figuren. Kommen da noch immer noch mehr? Also kommen da neue Reihen zu? Oder jetzt hast du das alles vollständig oder so? Keine Ahnung. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also der, ich sag mal, 90% von dem, was du da gesehen hast, sind die sogenannten Masters of the Universe Classics. Da hat Mattel, ich weiß gar nicht, wann die damit angefangen haben, die zu vertreiben, und zwar nur online, über ihre eigene Seite. Die sind nicht im Handel gewesen. Das heißt, du konntest die nur online bestellen, hinterher sind die sogar in ein Abo-Modell übergegangen. Das heißt, du hast am Anfang des Jahres ein Abo abgeschlossen, hast dann 12 Figuren gekriegt, plus noch irgendwelche Sonderspecials. Die hast du dann einmal im Monat, bekommst du ein kleines Päckchen und genau, dann ist halt eine. Richtig. Ne? Du wusstest auch nie, was du bekommst? Oder wie? Doch, die Figuren waren schon vorher bekannt, okay, halt. Ne? Und dann gab es noch Sonderspecials, also hier das Grayscale zum Beispiel war auch davon. Und diese Reihe ist tatsächlich abgeschlossen. Da macht Mattel nicht mehr weiter. Und dafür haben sie jetzt eine neue Reihe auf den Markt gebracht. Ich weiß nicht, es gibt ja auf Netflix einen neuen Cartoon, vielleicht schon mal reingeguckt. Nee, also ich gucke Cartoon sowieso, also das unterscheidet uns auch. Ich gucke gar keine Cartoons, aber ich kann dir gleich mal erzählen, ich habe letztens auch meinen Ausflug in die Anime-Welt quasi gemacht. Auf jeden Fall, Kevin Smith hat einen neuen He-Man-Cartoon gemacht, der ist richtig gut, schaut ihn euch an. Und dazu gibt es natürlich jetzt auch wieder von Mattel neue Figuren. Die finde ich überhaupt nicht geil, weil die optisch scheiße aussehen, deswegen sammle ich die nicht. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, alles von He-Man muss ich haben, sondern wenn es scheiße ist, kaufe ich es nicht. Sondern nur das, ja, was du persönlich geil findest, halt irgendwann. Ganz genau. Deswegen, also He-Man ist für mich jetzt aktuell ein Punkt, da bin ich, das ist eigentlich fertig, die Sammlung ist durch für mich. Und bin dann so ein bisschen in diese Marvel Legends Reihe Figuren gegangen, ne, weil irgendwie so ein bisschen was sammeln brauche ich irgendwie immer, ne, so, keine Ahnung. Und da bin ich jetzt halt mit dran, Marvel Legends, also alles, was mit Spider-Man zu tun hat. Ich habe als Kind, Spider-Man war mein Held. Ne? Aber da ist es auch so, dass ich fast am Ende angekommen bin. Klar kommen immer wieder neue Figuren und da ist mal eine dabei, wo du sagst, oh, die will ich noch haben, aber... Insgesamt ist das Ding quasi durch. Muss jemand Neues, so ein Gummibärenbande sammeln oder was drum und dran. Halt. Und dann hast du auch Netflix-Abo und alles. Nicht Netflix, sag schon... Disney Plus und so, hast du da bestimmt auch alles. Ja, klar. DVDs, Blu-rays, Leute, hier alles komplett ohne Ende am Start, so keine Ahnung. Da gibt's Spiele. Also eigentlich bräuchtest du gar kein Netflix, du hast ja eh schon alles hier, ne? Also, wenn, macht man das tatsächlich auch sonst noch so? Also, oder auch ihr da draußen, Leute, könnt ihr gerne mal in den Kommentar schreiben, so. Wenn, so, ich kenne das noch, ein Kumpel von mir früher, der Daniel Kraft, seine Eltern hatten quasi eine eigene Videothek unten im Keller. Also, so Originalbänder, ne, die dann haben sie alles aufgenommen und dann irgendwie ausgeliehen, gerippt oder was, wie man das kopiert hat, eben so. Eine eigene Videothek. Da musst du dir vorstellen, das, was jetzt in diesem kleinen Regal, das könnt ihr gerade nicht sehen, hier vorne steht, das ist so ein kleines Regal, was da an DVDs drin steht, war quasi letztlich ja bei denen das ganze Zimmer unten, weil die Dinger ja so massig viel Platz haben. Aber geht man da noch dran, sucht man sich dann nochmal Sachen raus, beschäftigt man sich mit so einer DVD- oder Blu-ray-Sammlung auch aktiv, so wie man das mit einer Brettspielsammlung macht oder wie du das mit einer Action-Spielsammlung irgendwie machst? Also ich auf jeden Fall. Also wenn ich Bock habe, einen Film zu gucken, dann gehe ich als erstes zu meinem Regal und überlege mir so, okay, worauf hast du Bock? Hast du alle gesehen aus deinem Regal schon? Eine Handvoll. Eine Handvoll nicht halt eben so. Okay. Also es ist meistens, mir geht's auch so, ich bin auch gerne Wiederholungstäter. So. Wenn ihr sagt, das sollen wir gucken, ich sage, hey, kennst du den schon? So, meistens dann, den kenne ich nicht. Und dann guckst halt zum x-ten Mal den Film, so, Svenja hat ihn dann quasi dann in dem Fall noch nicht gesehen, weil den einfach per se so geil findet. Halt eben so. Übrigens, mega krasse Empfehlung, möchte ich an der Stelle mal kurz aussprechen. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, auf Netflix, ist jetzt gerade brandneu. The Harder They Fall ist ein schwarzer Western, also nur schwarze Schauspieler, hochkarätige Besetzung,
Digga, wenn du das Ding anguckst, es könnte auch ein Tarantino sein. Die cool. Kamerafahrten, die Schnitte, die Mucke, wie die das gemacht haben. Aber Film also, oder Serie? Ist ein Film, Digga. Okay, zwei Stunden, 15 Minuten oder so halt eben. Du hast alles mit drin, du hast Action mit drin, du hast ein bisschen Liebe mit drin, du hast richtig coole Charaktere so mit drin und so. Outlaw-Scheiß cool. Ohne Ende und so. Und kann ich euch nur empfehlen. Ist brandneu bei Netflix. Ich habe ihn vorgestern halt eben mir reingezogen. Und danach sah ich dann nur halt, denke noch, boah, heftig. Cool. Das für ein geiler Film, auch mit der Ballerei und also geil. Also unbedingt, Leute, zieht ihn euch rein. Also ein reiner schwarzer Western, also wirklich cooles Ding. War ich auch positiv von überrascht, dass bei Netflix dann doch noch ab und zu mal gute Sachen dann irgendwie noch kommen. Ich bin nur so ein bisschen ausgelutscht und hänge dann abends in dreiviertel Stunden mit. Also zwischendurch bringen die ein paar Sachen raus halt, ne? Also hier ist Squid Game der mega Hype, wobei ich nicht verstehe. Ja, weiß ich auch nicht halt eben. Also ist nicht schlecht, aber keine Ahnung. Naja, aber was, in den Nachrichten ist das schon wieder im Kindergarten, wird dann von den Kindern Squid Game dann gespielt, dann denkt man da schon wieder, was sitzen da für Eltern, die zusammen abends mit ihren Kindern diese Massenvernichtungsserie die erste Folge gucken, so, also, mir hat mir persönlich auch nicht gefallen, so. Scheiß drauf, nach drei Staffeln habe ich aufgehört! Nach drei Folgen habe ich aufgehört. Aber egal, wir starten einfach mal nass rein. Patrick, was hast du denn mitgebracht? Alter? Hast du auch eine bestimmte Reihenfolge oder grabbelst du jetzt einfach von... Ich grabbel jetzt einfach und zwar das, weil du ja auch gesagt hast, müssen wir... Das muss auf jeden Fall mit rein. Japanime Games, Love Battle High School, vor 2 Jahren auch auf meiner Essen Wanted-Liste gewesen und ich habe es mir tatsächlich dann auch geholt. Und dann wollte das keine Sau mit mir spielen. Es wollte die ganze Zeit, was hier, Zeichentrick und hier und jetzt, nee, was soll das denn sein und so. Grundsätzlich, die Japanime Games sind verhältnismäßig schwierig zu bekommen. Also das ist ein guter Anlaufpunkt, immer auf die Messe zu gehen und die Sachen dann Essen zu holen, weil man kann sie, glaube ich, auch im Internet stellen, aber teuer Versand und alles, ne? Ja, wobei die jetzt noch gar nicht so lange, seit 1-2 Monaten, auch einen Shop haben, der aus EU verschifft. Okay, also vorher war wirklich alles aus Amiland und da war Versand immer 30-40 Dollar nochmal on top. Jetzt verschicken die tatsächlich aus EU, aber noch nicht so lange. Also jetzt kommt man besser dran. Ja, ich fand auch die Verfügbarkeit von den Sachen, die die quasi haben. Die haben ja ein richtig großes Sortiment. War dieses Jahr in Essen auch besser, als es zum Beispiel vor 2 Jahren war. Weil da hatten die einige Sachen nämlich überhaupt gar nicht da. Da musste ich auch wegen diesem Ding, haben sie mir irgendwo noch eins besorgt. Aber du hast auch dir damals eins geholt, das ist vor 2 Jahren. Genau, richtig. Worum geht's? Also vom Setting her ist das quasi so dieser klassische Trash-Anime, sag ich jetzt mal, weil es gibt diesen Typen und alle vielleicht als für dich als Spezialisten, für die Leute mal Anime. Ich meine, wir lachen auch im Podcast immer öfter mal ein bisschen drüber. Zuletzt so habe ich nämlich What's Your Name oder so? Your Name oder super so. Ich hatte super schöner Film, auch zum ersten Mal mein erster Anime, sondern dann sagst du, und wie hat der gefallen? Ich sag, für Anime wurden mir da ein bisschen zu wenig gefickt. Ja. Aber das ist ja gar nicht so, dass Anime immer nur reine Fickfilme sind, sondern vielleicht kannst du mal ganz kurz, das ist natürlich ein riesiges Ding, aber mal so einen Überblick irgendwie. Ich versuche da echt kurz mal was zu sagen. Also im Prinzip, Der Fehler, den ja schon viele haben, ist ja, dass Anime ist ja kein Genre, ja, sondern Anime ist ja ein Medium. Es gibt Film, es gibt Comic, es gibt Anime. Ne? Also das heißt, den Fehler, den einige schon machen, ist ja, Anime als Genre zu sehen. Anime ist aber ein Medium und so wie in jedem Medium... Wie so Kunstform, man könnte sich vorstellen, genau, als Kunstform, was weiß ich, ein Knetmännchen-Film und dann ist es ein Anime-Film und halt ein richtiger Film. So. Okay. Genau, so. Und genau wie es im Film, im Comic, im Buch Genres gibt, gibt es im Anime Genres. Und jedes Genre, was wir so kennen, Action, Sci-Fi, Horror, Thriller, Drama, gibt es eben auch im Anime. Ja? Und das heißt, natürlich gibt es diesen, das nennt sich ja Edgy, oder wenn es dann wirklich explizit wird, Hentai, ne? Wie das schon mal gehört. Klar gibt es diese Sparte, aber es gibt ja auch Pornos in dem echten Film. Ne? Aber gibt es Knetmännchen-Pornos dann an der Stelle? Vielleicht wäre das nochmal ein Ding, was noch keiner, noch keiner einen drauf gewedelt hat, da will es noch Geld zu holen. Für Leute mit Grenzerfahrung, ey, das ist Marktlücke, ey, ohne Scheiß. Der Knetmännchen-Fetisch. Wir können das Video nicht veröffentlichen, sonst wird es uns weggenommen. Halt eben. Scheiße. Es gibt tatsächlich ein unveröffentlichtes Video von dir, was du mir damals geschickt hattest, als ich das keine Ahnung, 50 Abonnenten habe. Das hab ich noch. Digga. Das Möpse-Video. Das hab ich noch. Da war, damals habe ich weiß gar nicht mehr, wie das Format hieß, wo
Leute mir auch Sachen zuschicken können. Das gab es damals noch nicht. Mittlerweile ist es ja verbreitet irgendwie, dass viele Leute sich gegenseitig Videos schicken und dann so eine Collection quasi geschickt wird. Und du hast mir eins geschickt, halt eben, das fand ich, ich fand es super und habe bis heute nicht veröffentlicht, weil es ging halt, also es ging halt die ganze Zeit einfach nur um Titten. Um Möpse. Um Maps halt eben so. Und wer, du hast auf jeden Fall, ich weiß es gar nicht mehr, ein paar Spiele auf jeden Fall gezeigt, wo du der Meinung warst halt eben so, da, Digga, die Möpse könnten auch was für dich sein in dem Game. Artwork aus Spielen, Frauen mit Möpsen. Genau. Das war nur der erste Teil, wir machen im nächsten noch eins, hier Artwork mit Männern mit riesen Ding-Dongs. Ja, klar. Okay, Love Battle High School. Ja, und wie gesagt, settingsmäßig behandelt es halt auch einen Teil von diesem Anime. Es ist halt so ganz klischeehaft, dass es gibt den Hauptcharakter und alle Mädels stehen auf den. Ne, das ist so ein typisches Setting, meistens auch an einer Highschool angesiedelt. Der Typ ist dann meistens auch irgend so ein Loser und man checkt eigentlich gar nicht, warum die ganzen heißen Schnitten auf ihn abfahren. Und das versucht das Spiel halt eben einzufangen und ich finde, das macht es echt ziemlich gut. Also wenn man ein bisschen was mit dem Setting und dem Thema anfangen kann, dann wird man feststellen, da sind so viele Gags eben auch drin aus diesem Anime-Segment. Und was man im Prinzip eigentlich macht, ist, dass man sich am Anfang des Spiels, man hat halt hier diese fünf Uschis, die halt auf denen stehen, ne? So, und am Anfang sucht sich halt jeder Spieler eine davon aus, der sich klar machen will. Im Prinzip bist du ja nicht der Hauptcharakter, sondern du willst einfach nur dafür sorgen, dass der Hauptcharakter mit einem dieser Mädels zusammenkommen will. Du kannst auch dich für zwei entscheiden, dass du halt so eine Dreiecksbeziehung machst. Das gibt am Ende mehr Punkte. Und genau, am Ende des Spiels kriegst du halt Punkte dafür, wenn du das geschafft hast, dass der Typ ist mit... Du musst am Anfang predikten, wen er sich quasi, wer sich ihn klären. Ganz genau, so sieht's halt aus. Ne? Und dafür bewegst du halt, der Spielplan ist halt die Schule. Und das ist gar nicht so einfach, ja, weil jeder Raum, man sieht's hier, hat eine eigene Funktion. Also sprich, wenn die, weiß ich nicht, in der Bibliothek sind, hat das eine eigene Funktion. Wenn die in der Sporthalle sind, hat es eine eigene Funktion. Wenn die im Kunstraum sind, hat es eine eigene Funktion. Und wenn du dran bist, hast du halt zwei Phasen. Du spielst einmal den Protagonisten, versetzt den und aktivierst den Raum. Und dann aktivierst du eines der Mädels. Und zwar getriggert durch Handkarten. Die haben halt alle unterschiedliche Aktionen. Und auch mit der löst du dann den Raum aus. Und du kannst das in einer beliebigen Reihenfolge tun. Du kannst erst die Mädels aktivieren und dann den Typen oder andersrum. Und dafür musst du natürlich dir überlegen, was genau will ich jetzt machen. Ne? Also, weiß ich nicht, will ich dem mit dem vorher hier in den Pool gehen und ein bisschen spannen gehen, damit eine von den Mädels sauer wird, dann nimmt deren Zuneigung ab. Ne? Oder will ich die Zuneigung bei der hochkriegen, indem sie zusammen in eine Cafeteria gehen oder sowas halt, ne? Und dann kommen natürlich die anderen auch noch dazwischen, weil die können Handkarten auch so instant in deinen Zug reinklatschen, um dir das zu versauen. Dann wird die eine eifersüchtig. Zu stören dann und so weiter. Genau, dann wird die eine eifersüchtig oder kommt dann angerannt und reißt den von dem weg. Es gibt auch Eventkarten, der schimmelige Hausmeister, der auch immer kommt und das Date stört und so weiter. Das ist total unberechenbar, das Spiel. Du machst dir super viel kaputt die ganze Zeit und ärgerst dich eigentlich nur halt, ne, weil du dir total in die Parade fährst. Und du musst es auch zu viert spielen, meiner Meinung nach. Sonst ist viel zu wenig los halt, ne? Weil zu zweit funktioniert es auch, glaube ich, gar nicht, keine Ahnung. Und zu dritt ist auch zu wenig los, muss schon zu viert sein, damit halt auch möglichst viele unterschiedliche Frauen da sind, die sich jemand ausgesucht hat. Genau. Und so, weil wenn du nur, ich glaube, fünf gibt es insgesamt, genau. Und wenn jeder sich für eine Zweierbeziehung am Anfang entscheidet, so, dann sind drei quasi tot, so nach dem Motto, so, die eigentlich uninteressant sind. So, also ich kann mir auch, also damals, als ich die Regeln gelesen habe, hat es für mich auch so dargestellt, als wäre es besser, wenn es wirklich mit voller Besetzung besteht. So, oben hält man dann einfach die Liebesanzeige der jeweiligen Damen dann entsprechend fest. Genau, dahinter bei dir ist der Rundenanzeiger, ne, da gibt es halt zweimal so Trigger-Events und nach sechs Runden ist dann halt vorbei und da wird einfach geguckt, wer hat gerade die meiste Zuneigung zu dem Typ ist halt. Ne? Der Lucky Boy, Alter. Da schon mal von geträumt, dass er die fünf hübschesten Mädchen der Schule in einen verliebt sind. Ist halt ein total witziges, chaotisches Spiel. Hab's jetzt schon mehr. Aber vom Thema halt so ein bisschen seltsam, ne? Also für viele Leute so, wo die sagen, klar. Natürlich. Und Englisch only auch, muss man an der Stelle auch sagen. Aber das sind die ganzen Japan-Anime-Games. Da gibt es, glaube ich, gar keine deutschen Lokalisierungen, oder?
Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, die bringen jetzt dieses Kami Battles oder wie das heißt, auch so ein Deckbilder 1:1. Ich glaube, das kommt jetzt demnächst auf Deutsch raus, habe ich gesehen. Und aber wenig, echt wenig, diese auf Deutsch. Aber da können wir uns vielleicht, wenn sie jetzt mal den deutschen Markt anfangen zu erschließen, vielleicht in Zukunft auf ein paar Sachen freuen, die eine deutsche Lokalisierung vielleicht dann irgendwie noch. Tanto Kore gibt es auf Deutsch. Stimmt, Tanto Kore gibt es auf Deutsch. Zumindest die beiden, das Grundset und die wichtigste Erweiterung Oktoberfest, wo es um Bier trinken geht. Also ist natürlich naheliegend, dass sie die auf Deutsch rausbringen. Jo, ich mache mal weiter, ne? Ja, klar. So, und da habe ich jetzt gedacht, ich hau mal einen raus, kennt bestimmt keiner. Among Nobles von dem Among Meeples Verlag, ist auch glaube ich das einzige Spiel von denen, ist ein irgendwas im Norden, Dänemark, Norwegen, keine Ahnung. Skandinavien hatten das direkt alle abgedeckt. Genau, irgendwie sowas. Habe ich mir auch auf der Messe gekauft, ist allerdings schon einige Jahre her und ich finde das richtig geil. Das ist ein, wie nennt sich das hier, Blutlinien-Card-Game. Und man sieht es hier schon, da sind ganz viele historische Persönlichkeiten dabei. Manche kennt man, manche nicht. Also hier Napoleon zum Beispiel. Aber theoretisch könnte man alle googeln halt eben auch dann, also die man da sieht. Du wirst lachen. Ja. Mein bester Kumpel, der Mattes, auch an dich schöne Grüße, der kennt die alle, weil der halt Geschichte studiert hat. Und der fängt dann erstmal an, zu jedem dir was zu erzählen halt. Ne? Das finde ich aber, das liebe ich, Alter. Hier, der Udo von UGG Games ist ja mal bei mir gewesen und hat hier dann sein erstes Weltkriegsgame da vorgestellt und konnte dann auch zu jeder Schlacht noch so ein paar Hintergrundinformationen und so. Das macht das Ganze irgendwie noch so ein bisschen geiler einfach, weißt du? Ich meine, ja, cool. Und ja, du fängst halt eben an, dass du, das sind die Startkarten, die sind halt hinten mit Buchstaben drauf und dann suchst du dir halt ein Paar aus, mit dem du halt anfängst. Also ein Mann und eine Frau. Ne? Aufmachung ist echt bieder, muss man sagen. Ja, weil da ist halt hier oben so ein kleines Artwork drauf, was auch wirklich ein historisches Bild dieser Person ist. Ja, und dann halt hier so ein bisschen Symbole. Und du fängst halt mit diesem Paar an und dann haben die unterschiedliche Fähigkeiten, die du halt aktivieren kannst. Und da gibt es halt hier die Kriegsaktion, das heißt, du hast ein bisschen Area Control mit. Du hast ist auch so ein Board bei, oder? Nee, leider gar nicht. Also das Einzige, was das sind hier die Ortskarten, ne? Schlesien, Westfalen, die werden ausgelegt. Und da wird halt so ein bisschen Area Control drauf gemacht. Und der Gag ist halt eben, genau, da sind dann ganz, ganz viele Personen, Generation 1, 2, 3, die werden ausgelegt, weil du kannst dann mit diesem Paar, zeugst du quasi eine neue Karte, einen neuen Nachkommen. Und der dann deine Blutlinie fortsetzt. Ja? Und wichtig ist dabei diese Farben hier oben. Also zum Beispiel, ne, hier ein roter Typus und eine blaue Trulla. Da kann halt nur entweder eine rote oder eine blaue Karte rauskommen. So sehen die Karten aus. Ich hoffe, man kann das ganz gut sehen. Genau. Und dann, ne, wenn man kann immer eine dieser Aktionen hier ausführen und dann koppeln die sich auch. Also hier kann man zum Beispiel eine Kriegsaktion ausführen und zeugt ein Mädchen. Dann kann man also aus der Auslage kann man dann gucken, okay, dann nimmt man sich halt so eine Trulla raus und dann gibt es halt hier auch Verheiraten-Aktionen, das heißt, dann ist so ein bisschen Brautschau, das heißt, jeder der Mitspieler präsentiert dann eine seiner Uschis, die gerade ne, unverheiratet bei ihm rumliegen, dann bekommt man halt Benefits, wenn man die dann vermählt und man selber möchte natürlich auch eine, ja, seinen Typen verheiraten, weil nur der führt die Blutlinie weiter fort. Die Töchter, die wandern dann irgendwann alle zu den Gegenspielern, ne, ist klar. Aber nur mit den Söhnen, und man sieht es hier halt, nur die ersten drei Aktionen oder die ersten drei Aktionen bringen ein Mädchen hervor, nur die letzte bringt halt einen Jungen hervor. Ist halt schwieriger, warum auch immer, wie die das vom Thema her verpackt haben, keine Ahnung. Und also uns macht das mega cool Spaß. Die Karten haben dann auch alle noch Effekte, wenn sie ins Spiel kommen. Ne? Also zum Beispiel die hat jetzt hier einen Effekt. Wenn sie verheiratet wird, kriegst du nochmal 2 Gold und 2 Prestigepunkte, also Siegpunkte. Und sie ist auch geil, hier The Bill of Cleves. Ist das hier? Und da unten steht immer so ein bisschen Flavor. Ich mag ja immer, wenn unten so ein bisschen Flavor draufsteht. The Bill, Daughter of Johann, Married to Johann, Mother of Johann, Johann, Johann and Johann. Ist geil, oder? Ja, geil, Alter. Vater Johann, er hat einen Johann geheiratet und 4 Kinder, die alle Johann geheißen haben. So ging es ab hier früher mit denen, Leute. Ja. Aber ich, klingt cool, Digga. Macht das Spaß auch oder hast du das jetzt nur ausgesucht, weil du sagst, nein, hey, das um mal irgendwie mal zu zeigen? Das macht uns richtig Laune. Wahrscheinlich ist das schwierig zu bekommen, wenn es überhaupt noch überhaupt zu bekommen ist. Ich habe tatsächlich nicht geguckt, ob man das noch gut bekommt. Es ist halt auch nicht so viel Material. Na, jeder hat halt hier seine
deine Tokens, deine Scheiben, du hast halt drei Aktionen, wo du halt deine, also es ist ein bisschen Engine-Building, weil du ja hinterher ganz viele unterschiedliche Paare in deiner Auslage hast. Du kannst natürlich auch die Töchter, die du bekommst, auch einzeln aktivieren, wenn du sie noch nicht irgendwo anders hin, sag ich mal, verkauft hast, hätte ich jetzt was gesagt, untergebracht hast halt, ne? Und dann hast du halt, wie gesagt, so ein bisschen Engine-Building, ein bisschen Set-Collection, weil du ja auch so die Farben gucken willst. Du kannst dich in dem Spiel auch echt in eine Sackgasse manövrieren, ja? Also wenn du nicht irgendwann zwischendurch mal versuchst, eine andere Farbe zu bekommen, durch die Brautschau, die passiert, dann kann es sein, dass die Auslage hinterher leer ist. Das gibt eine deutsche Anleitung. Deutsche Anleitung dabei, ja. Und auch über... Oh, Digga, Alter, das sind ja echt nur ganz wenige Seiten und hinten hast du nochmal alle Karten drin. Alle Karten. Alle nochmal erklärt. Es ist nicht so kompliziert. 8 Seiten, da ziehst du vorne an die Übersicht am Anfang nochmal ab, dann hast du hier 4 Seiten, die du dir reinziehen musst halt eben so. Klingt super cool. Auf der Messe einfach so mitgenommen dann vor 2-3 Jahren oder was hat sie gesagt? So auf random? Nee, oder? Ist älter. Ist bestimmt schon 6 Jahre oder so. Oder ich weiß nicht, was steht hier ein Jahr drauf? 2013 hat hier sogar irgendeinen komischen Preis bekommen. Nomine Festival Best Board Game, was weiß ich. Crazy, noch nie gehört. Ja, keiner, aber... Wenn wir mal zu viert sind und die Leute es halt auch kennen, du brauchst da so eine erste Partie, um reinzukommen tatsächlich, damit du dich eben nicht in diese Sackgasse manövrierst. Du musst halt, wie gesagt, gucken, dass du unterschiedlichste Farben hast. Ne? Aber die Leute, die das alle schon mal gespielt haben, wenn wir dann zu viert sind, die haben da immer mega Bock drauf halt. Ne? Cooles Teil. Among Nobles, noch nie gehört, Alter. Aber dafür ist ja diese Videoreihe immer so geil, dass man mal rumkommt und nicht immer nur in seiner eigenen Scheiße rumsucht, ja, die man im Regal stehen hat, sondern einfach mal ein paar neue einstellen kommt. Among Nobles. Dachte ich mir. Ja, dann hau ich mal hier noch so eins raus, was vielleicht die wenigsten kennen. Raid on Taihoku. Ne? Okay. Raid on Taihoku ist von einem taiwanesischen Verlag und spielt im Zweiten Weltkrieg. Taihoku war damals unter japanischer Kontrolle und dementsprechend auch von Fliegerstaffeln totbombardiert im Prinzip. Und das ist ein bisschen pandemiemäßig. Du spielst halt kooperativ eine Familie, die in diesen Kriegswirren im Prinzip einfach nur überleben möchte. Und was an dem Spiel ich total geil finde, ist A, das Material. Wenn wir jetzt mal gucken, es geht schon damit los, dass alles schwarz ist. Ja, tatsächlich, auch die Borg, also ja. Na, also, Cover ist auch cool einfach, ne? Wie oben diese Bomber da drüber fliegen und da ist einfach wegbomben. Ja. Ja, wie gesagt, die Anleitung ist schwarz, ja, also gut, innen drin nicht, aber das ist schwarz, das ganze Inlay ist schwarz. Die Karten sind größtenteils in echt dunklen Tönen. Dann hast du halt hier die Playerboards. Ich finde das Artwork auch echt hübsch halt, ne? Jeder spielt halt ein Familienmitglied. Ne? Also wie gesagt, es geht um eine Familie, die einfach nur in dieses Bombardement überleben will. Dann gibt es halt hier den älteren Bruder, der selber als Soldat unterwegs ist. Es gibt hier die ältere Schwester, die Mutti halt, ne? der Opa, die Oma und so weiter. Und die haben alle verschiedene Stats dann auch. Genau, die haben teilweise unterschiedliche Stats. Also hier zum Beispiel, der kann natürlich mehr tragen als die Moody. Ne? Mhm. Und dann haben die halt hier diese unterschiedlichen Werte halt. Ne? Einmal Hunger, Health, also körperliche Gesundheit. Gedanke, Gesundheit. Die Mut, also wie ist die Stimmung. Ja? Und dann halt hier Stamina, da unterscheiden die sich auch alle. Und im Prinzip verliert man das Spiel, sobald von der Familie bei irgendeinem auch nur ein Wert auf null geht. Ne, da hast du hier halt diesen toten Körper halt. Ne? Also sobald einer, sag ich mal, verhungert, ist vorbei und stirbt. Sobald einer keine Gesundheit mehr hat, sobald bei einem die Laune runtergeht, ist schon vorbei. Und das passiert halt im Prinzip dauerhaft. Also zum Beispiel Hunger geht automatisch runter am Anfang jeder Runde, weil die natürlich, ne, die müssen irgendwas fressen. Und von dem, wie das Spiel abläuft, wie gesagt, ist es wirklich, also hier ist der Spielplan, das ist im Prinzip die Stadt dann. Ja, und dann kann man sich zwischen den unterschiedlichen Orten hin und her bewegen. An jedem Ort ist halt ein Deck mit Karten, wo du halt unterschiedliche Items finden kannst. Ja, das fängt an bei, das sind die Ambitions-Karten, das sind hier die kleinen. Ja, du kannst natürlich hier... Bananen finden, ja, also Essen, um einfach nur über die Runden zu kommen.
ne, ganz viel Nahrung und hier geht es dann auch schon echt übel los, ne, dass du dann so ein Tierkadaver da findest und den halt auch essen kannst. Also das Spiel hat eine... Krankes Artwork aber ist kein Spiel, was ich jetzt spielen würde, wo ich die ganze Zeit mit einem Bierchen lachen würde halt. Ist, ne? Ist kein Feel-Good-Game. Das lebt, so, das lebt also von der Stimmung halt, ne? Und ja, dann findest du halt hier so andere Sachen wie, weiß ich nicht, ein Fahrrad, damit du halt mehr Zeug durch die Gegend transportieren kannst, eine Schaufel, dann findest du halt bessere oder mehr Gegenstände, Sarge halt, ne? Das hebt die Stimmung natürlich und so weiter. Und dann ähnlich wie in Pandemie hast du ein Event-Deck, wo am Anfang immer eine Karte gezogen wird und wo dann immer irgendwas passiert. Und wenn das Event-Deck irgendwann mal durch ist, also du am Anfang, ich glaube es sind 12 Runden, suchst du halt 12 von diesen Karten aus und dann passiert irgendwas halt. Ne? Es kann natürlich sein, dass einfach nur irgendwo bombardiert wird. Dann werden halt irgendwelche Orte, ja, da fliegen halt die Fliegerbomben dann drüber. Und wenn man da steht, hat man halt Pech, weil dann kriegt man erstmal... Schaden, genau. Oder es passieren halt irgendwelche Events und da gibt es auch ein paar echt krasse Dinger. Harter Tobak, sagst du quasi. Also hier zum Beispiel Sexual Predators, das besagt, wenn ein weiblicher Charakter alleine an einem Ort ist, sinkt die Mut auf 1. Also dann kann man ein bisschen weiterdenken, dass da gerade also, ja, die wird sich geschnappt. Ne? Und das ist echt übel, was da so auch für Stimmung am Tisch aufkommt, was für Szenen passieren. Na, und das ist schon echt ein dickes Ding. Hier gibt es noch die Ambitions-Karten. Jeder Charakter bekommt am Anfang eine davon. Das heißt, jeder Charakter hat auch noch so ein eigenes Ziel. Also man muss nicht nur gemeinsam überleben, sondern auch noch sein eigenes Ziel erfüllen. Der Opa will zum Beispiel unbedingt die Familienchronik retten, weil er sagt so, hier, ne, ohne das lohnt sich für mich nicht zu leben. Die ältere Schwester will unbedingt ins Krankenhaus, weil er ihr Verlobter liegt, der irgendwo verwundet ist und so. Und das musst du halt eben noch auch zusätzlich erfüllen, um zu gewinnen halt, ne? Ja, also vom Thema her richtig schwerer Tobak und ja, Materialienartig finde ich auch geil. Also diese fetten Metallmünzen, wo halt... Und diese Fliegerautos eingepresst sind, also die sehen ja richtig geil aus. Ist immer da, wo ein Bombenanschlag halt kommt, legst du diese Marker halt hin, ne? Weil... Wir haben ein Interview mit den Designern gesehen, die haben halt gesagt, ne, das haben die extra gemacht, diese Schwere, ne, da ist ein Bombenangriff, ne, und das ist schon cool. Ja, spielerisch, ja. Thematik, von der Mechanik her jetzt... Nicht so krass halt, nicht eben, so lebt krass. Halt eher vom Thema. Absolut. Und ein bisschen was, ja. Sammeln, bis sich ein bisschen absprechen halt eben so, ja. Genau. Hab ich mir schon gedacht halt eben. Ansonsten wahrscheinlich moven, Karte ziehen, Karte ausspielen, irgendwie so, ne, eher entspannt, ne. Genau. Aber es ist ein bisschen. Aber es ist ja auch cool, dass mal solche Themen noch behandelt werden. Ich meine, sonst gibt es ja, gibt es wen, also nach meinem Wissensstand gibt es wenig. Was ist denn hier dieses, dem Haus, habe ich auch mal Video zu gemacht damals, weißt du, wo du in diesem Haus überleben musst, was auf dem Computerspiel basiert. Ach. Ist das nicht hier. Fällt's gerade nicht an den Namen. House of Haunted Hill oder Betrayal oder? Nee, das ist ja Horror. Du bist quasi in einem Haus, mitten im Kriegsgebiet und musst dann los, Leute plündern, losschicken. This War of Mine, danke, Mann, Alter. Manchmal, jetzt mal komischerweise, manchmal stehe ich immer so richtig auf dem Schlauch. Ist das ein Brettspiel gut? Nee, also mir war es zu verwaltungsmäßig. Es gibt da geile Storybücher für diese ganzen geilen Begegnungen, Alter, die sind so geil. Die sind so geil geschrieben. Auch so richtig kranke Sachen mit Kindersoldaten und weiß ich nicht. Also wirklich auch so richtig Dinge, die richtig schwer am Magen liegen. Aber gefühlt kommt zu selten. So. Und ist es halt eben so, ich habe immer bemängelt, so, dann war jetzt einer krank. Ey, der war dann über 5 Runden, ist der krank gewesen. So, ja, du musstest ihn aber trotzdem mal versorgen. Aber ich meine, harte Zeiten erfordern harte Lösungen, also die ganze Zeit, also warum können wir den jetzt nicht nach draußen an die Straße in die Kälte zum Sterben liegen, dann hat er es heute Abend hinter sich, ja, und wir haben wieder Platz, um mir jetzt einen neuen reinzuholen. So. Also das Game, weiß ich nicht, es hat einfach nicht so geil funktioniert, okay. Und jeder hat keinen eigenen Charakter, alle steuern alle Charaktere und das kann ich mich
Ich brauche immer so meinen Typen, an dem ich rumfeilen kann und mit dem ich interagieren kann und nicht, ja komm, ja, dann gehe ich ja mit deinem jetzt mal dahin oder und ich stelle die jetzt alle um, okay, und der nächste macht dann die, kriegt das Heft und dann macht die Sonnenaufgangsphase und zieht die Karten und liest sie vor, das irgendwie. Hat sich nicht so cool angefühlt. Ist, glaube ich, eher so ein Solo-Ding einfach. Irgendwie. Ich kenne halt das Videospiel dazu, das war ja zuerst da und genau, das hat mich auch mega geflasht von dieser Stimmung, die du gerade gesagt hast. Und dann kam das Brettspiel und ich habe das schon mir so vermutet, weil ich dachte so, das als Brettspiel, das muss ja unglaublich viel Zeug und Verwaltung fisselig irgendwie sein, so dachte ich, ne, weil... Ja, hat mir leider nicht so gut gefallen, ist dann wieder ausgezogen, aber die Events sind natürlich ultra geil gewesen. Jo, ich mach mal mit dem weiter, tatsächlich das Spiel, was ich jetzt mir zuletzt zugelegt habe. Zuletzt zugelegt, Mr. Frankenstein. Mr. Frankenstein, also ist jetzt kein neues Spiel, aber... Abomination. Schon mal gezockt? Nee, am Digga-Wochenende gesehen, wie es gezockt worden ist. Und alle fanden das Spiel, glaube ich, geil, aber alle fanden das Spiel zu lange. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Weiß aber nicht. Bin ich auf deine Meinung an, weil ich konnte da, ich habe jetzt auch nur die Meinung von diesen vier Leuten da am Tisch. Okay, mit wie viel haben die gespielt? Zu viert haben sie gespielt. Okay, dann kann ich verstehen, ich würde es auch nicht zu viert spielen. Ja? Ganz ehrlich nicht. Das ist eher so ein 2-3er-Ding oder was? Also tatsächlich finde ich, zu zweit funktioniert es am besten. Und zu dritt ist es auch gut. Aber zu viert, da kann ich mir vorstellen, jo, da wird es zu lange. Ja. Also was ich bei dem Spiel so geil finde, ist, dass es ist im Kern eigentlich nur ein Worker-Placer, wie man ihn schon 150 Trillionen Mal gesehen hat. Aber es ist mit Tricerion für mich der thematischste Worker-Placer, den es so gibt. Weil wirklich jede Aktion, die du auf dem Spielplan hast, kannst du dir wirklich auch dann herleiten, also was sie dir an Ressourcen gibt, was du dann wirklich da machst. Also erstmal, vielleicht ganz grob, vielleicht vermutet man es schon, sind ja die Erben Frankensteins, das spielt also 20 Jahre nach dem Roman. Und Frankensteins Monster taucht wieder auf und versammelt so ein paar Wissenschaftler um sich, die alle das nicht ganz freiwillig machen. Aber der sagt dann, okay, ihr baut mir jetzt einen Partner. Also ne, ihr baut mir jetzt auch ein Monster, weil ich habe keinen Bock mehr, hier alleine durch die Weltgeschichte zu rennen. Und dann sind wir halt alle Wissenschaftler in Paris, die halt auf unterschiedlichste Weise versuchen, an Leichenteile zu kommen, um eben da unsere Leiche zu basteln. Und ich finde gut, es ist von Plated Games, mit welcher Konsequenz sie wirklich da rangegangen sind, dass sie jetzt nicht gesagt haben, so, ah, hier Leichen und wo können wir, wollen wir, weil das Artwork ist schon echt krass morbide an der Stelle. Ja? Und dass sie das wirklich durchgezogen haben, dass sie nicht gesagt haben, wir machen das jetzt in so einer Comic-Geschichte, sondern dass sie wirklich gesagt haben, okay, wir ziehen das durch, wir machen hier so richtig schön Gruseliges, also hier hast du die Leichenkarten, ne? Und die sehen halt alle echt tot aus. Nicht mehr so taufrisch aus. Ja, die sehen nicht mehr so taufrisch aus. Ich kann man es erkennen hier. Ich weiß nicht, ob es unscharf wird hier so. Ja. Na, also ich weiß nicht, ob jetzt hier das eine da ist. Eine sieht ganz, ganz schädlich aus, die finde ich jetzt natürlich spontan nicht. Ja, also, na, die sehen. Alle schon. Kehle durchgeschnitten. Oder die hier, ich weiß nicht, ob man sieht, die hat einfach mal keinen Kiefer mehr. Also ist schon echt, echt morbide an der Stelle. Mhm. Und ja, wenn wir mal auf den Spielplan gucken, dann hast du halt ganz klassisch deine Worker Placer, klassisch deine Orte. Akademie, Dunkelgarten, Docks, halt, ja? Marktplatz, Kirche, Friedhof, Hospital, ja. Na klar, im Hospital, oben im Schlachthaus, da wird es sich auch noch ein oder andere Sachen geben. Ja genau, also jeder Ort, da kannst du dir halt wirklich vorstellen, du gehst auf den Friedhof und dann ziehst du die obersten drei Karten, das heißt du buddelst random aus. Und weißt nicht genau, was du kriegst. Ja, im Friedhof, da sind die Leichen natürlich alle schon ein bisschen verwesert, das heißt da kriegst du wahrscheinlich nur Knochen, es gibt drei Ressourcen, vier Knochen, Organe, Muskeln und Blut. Das heißt, auf dem Friedhof kriegst du in erster Linie nur Knochen und vielleicht, da hast du Glück, noch ein paar Muskeln halt, ne? Weil die sind schon ziemlich lange am Verfaulen. Im Leichenschauhaus wird es schon ein bisschen besser, die sind schon ein bisschen länger tot, da kriegst du aber deutlich bessere Sachen. Gehst ins Hospital und machst da so ein bisschen Bestechung, ne? Hier, oh, da ist gerade einer gestorben, gib mir den mal, dann kriegst du natürlich den richtig frischen Stuff, da hast du ein bisschen Blut dabei. Du kannst natürlich auch selber jemanden um die Ecke bringen, gehst in die Dunkelgassen und der Mord ist eine, hast du natürlich... Ah, tipptopp frisch alles. Tipptopp frisch halt, ne? Oder hier oben, du gehst ins Schlachthaus, da kriegst du halt Tierteile, kannst du halt auch nutzen, gibt weniger Siegpunkte, wenn du dann so ein Teil dir bastelst, aber... Funktioniert auch, funktioniert läuft auch, ne? Läuft auch durch die Straße ganz normal hier.
Genau. Aber das, was du sagst, das hatten die anderen aber auch gesagt, dass das Thema ultrakrank da in dem Ding transportiert wird. Und es ist auch echt cool, irgendwo hingehen und dann da buddeln und dann kriegst du wieder was, was du wieder dann an deinen künstlichen Menschen, die da dran schrauben kannst und so weiter. Also ich habe es aber einfach nicht gezockt. Du hast auch Interaktion dabei, das heißt, du hast hier und hier so zwei Slots, wo du immer Karten hier oben, da liegen immer zwei aus, kannst du dir eine aussuchen und damit kannst du wirklich auch ein bisschen was beim Gegner reingrätschen. Also es gibt eine Karte zum Beispiel, da klaust du ihm drei random Ressourcen. Also man interagiert schon so ein bisschen untereinander. Ein bisschen untereinander agiert man, ja, und wir haben es nicht selten, dass genau diese drei Ressourcen dann die sind, die ihm fehlen, um das Teil zu bauen, was er bauen wollte. Oder hier gibt es eine Karte, da kannst du jemanden verbieten, auf dem Feld zu gehen. Na, also wenn er darauf ziehen will, spielst du dir aus und sagst, ne, da gehst du mal nicht hin. Also anders hingehen. Es ist schon ein bisschen Interaktion mit bei und dadurch, dass man hier unten halt spielerbasierend wird das Feld hier unten verändert. Das heißt, jeder Ort hat nur ein Feld, wo man einen Worker hinsetzen kann. Und hier unten gibt es sogenannte Bumpen, das heißt, man kann sich einmalig weggrätschen halt. Ne? Aber das ist spielerbasierend. Also hier zu vier Spielern kann man die Aktion dreimal machen. Zu zweit nur ein einziges Mal. Also man kann einmal jemanden vom Feld wegrätschen, wo man vielleicht gerade selber hin wollte halt. Ne? Und von daher funktioniert es halt eben auch in der Besetzung. Holz, Plastik, viel Zeug halt eben drin hier. Und dann hast du halt hier, okay, das ist halt ein bisschen schäbig. Jeder, der Terraform im Mars hat, wird hier jetzt ein Déjà-vu haben, weil die Playerboards sind halt wirklich nur so ein bisschen dickeres Papier. Ja? Und das ist halt dein Labor und da bastelst du dir dann hier... Wir haben auch hier mit den Pfeilen und so eigentlich ganz cool gemacht. Genau, das ist ziemlich cool, weil das sind die drei Stats, die du halt hast. Du hast halt einmal die Menschlichkeit, ja, die natürlich rapide sinken kann, wenn du zum Beispiel Mord begehst. Ne? Dann sinkt natürlich deine Menschlichkeit und dann gibt es halt Minuspunkte. Oder deine Reputation sinkt gleichzeitig. Und diese drei Dinger sind alle miteinander verzahnt. Das heißt, wenn das eine sinkt, sinkt auch das andere. Klar, wenn du ein richtiges Arschloch bist, ja, der... Na, dann ist deine Reputation natürlich nicht mehr so gut. Kenne ich. Und hier hast du deine Expertise, die brauchst natürlich, also du brauchst dein Wissen, um halt eben deine Leichenteile überhaupt zu basteln halt, ne? Und die geben dir alle Benefits oder halt eben auch Nachteile, wenn du abrutschst. Ja. Ja, und mit den entsprechenden Teilen, die du dann halt da holst, ne, Organe und so weiter, bastelst du dann halt hier so einen Menschen zusammen, ne? Das ist auch richtig krass. Ja, du hast ja noch ein verschimmeltes Bein, weil du da leider nicht das geilste Bein dir gekriegt hattest. Oder ja, die kommen, die haben so zwei Stufen. Zuallererst sind die halt erstmal einfach hier nur so Muskeln und dann kannst du die hinterher noch, musst du die upgraden, also schon mal ein bisschen Haut drüber ziehen. Und erst dann, und dann kommt so ein ganz, ganz kleiner Glücksmoment ins Spiel, dann musst du versuchen, die einzelnen Teile noch wieder zu beleben. Und dafür würfelst du Würfel, musst vorher deine Batterien aufladen und so einen ganzen Kram halt noch, ne? Und erst wenn ganz am Ende quasi alle Teile abgegradet sind und alle Teile leben, hast du das Spiel gewonnen. Das sieht schon nice aus. Also das Spiel kann auf zweierlei Arten enden, wenn nach 12 Runden und dann guckt man einfach, wer am meisten Siegpunkte hat. Oder es endet, wenn einer wirklich eine voll wiederbelebte Leiche da vor sich liegen hat. Cool. Ganz viele Eventkarten natürlich noch. Ne? Dann kommt irgendwann... Frankensteins Monster zufällig vorbei und der Startspieler, steht immer drauf, wer dann gerade das Ziel des Events ist. Ne? Und dann kommt er bei dir vorbei, weil du Startspieler wissen willst, na, wie sind denn die Fortschritte, ne, Digga, ne? Wie sieht's aus? Hast du schon drei Teile am Leben? Nein, oh, schade, dann musst du erstmal, keine Ahnung, dein ganzes Material abgeben oder so halt, ne? Weil der pissig auf dich ist. Also ist schon cool. Also auch sowas Besonderes halt irgendwie dann einfach. Und ich finde gerade auch, Frankenstein ist ja auch so eine Story, einfach so wie. Film, Fernsehen, Roman, keine kennt Ahnung, jeder, ist ne? ein Klassiker einfach auch. Also genau, kennt jeder. Der aber eigentlich auch, abgesehen von dem Spiel, noch nie großartig irgendwo mal aufgetaucht ist, glaube ich, oder? Oder gibt es andere Frankenstein-Spiele? Gibt es bestimmt welche, ne? Also bei Monster Slaughter gab es die Fraktion halt. Ja, gut, das zählt nicht. Aber wollte gerade sagen, das ist ja... Das zählt nicht. Abomination, the Heir of Frankenstein. Heir, oder wie nennt man das? The Hair, glaube ich. Hair. Ja, der Erbe. Also das Erbe, genau. Ja, komm, ich mache mit einem kleinen Spiel weiter. Kraus Overkill. Emperor S4. Hast du da nicht ein Video auch zu gemacht? Ja, ne? Habe ich. Weil es ist
Es ist das Absackerspiel in meiner Runde. Also immer, wenn wir am Ende sagen, wir wollen nochmal ein Absacker spielen zu viert, dann hauen wir das Spiel raus. Das macht einfach so mega Spaß. Und wenn ich dir das Thema sage, dann flippst du erstmal aus. Das Thema basiert auf einem alten japanischen Lied, was so überliefert wurde. Und dieses Lied handelt von einem Typen, der gerade bei einer Prostituierten ist, da die Nacht verbringt. Und dann am Morgen fangen die Vögel an zu singen und er denkt sich dann, oh kacke, jetzt muss ich wieder zurück zu meiner Uschi, die zu Hause auf mich wartet. Geiles Thema. Und deswegen ist das Ziel, alle Vögel von dir fernzuhalten, damit du der Längste, derjenige, der du willst quasi am längsten bei der Olden im Bett liegen und pennen, bevor du wieder zu Hause zur Elenden musst. Ganz genau, richtig. Und das Spiel wird komplett über Karten gespielt. Es gibt nur zwei Arten von Karten. Also wir haben die ganzen Übersichtskarten hier einmal Wettlist. Also du hast halt hier so eine Karte, wo halt dann quasi der Runden... Geht bis zu 2 bis 4 Spieler, okay. 4 Spieler, genau. Funktioniert zu dritt, funktioniert zu viert. Zu zweit würde ich es nicht spielen, da ist ja langweilig. Ne? So, und im Prinzip ist das Spiel... Prinzip ganz einfach, es gibt hier so Uhrzeitkarten, das heißt, mit voranschreitender Uhrzeit wird das Spiel natürlich immer ein bisschen härter. Mhm. Ja, also hier um 2 Uhr nachts reichen 8 Krähen vor deinem Fenster aus, damit du raus bist. Das heißt, du musst immer versuchen, unter 8 Krähen vor deinem Fenster zu haben, ansonsten ist vorbei. So, um 4 Uhr nachts darfst du schon nur noch 5 Krähen maximal haben. Ja. So, dann um 6 Uhr, da dürfen es 3 Krähen oder dann kommen noch Hähne dazu. Nö, klar, normal. Ja, und dann hinterher um 8 Uhr, dann reichen schon 3 Krähen, ein Hahn oder ein Sperling, dass du raus bist. Also es wird immer härter halt. Wieso sehen die Uhrzeitkarten aus hier? Ich hoffe, man kann es so sehen, Leute, mit dem Licht. Ich habe es nicht gefunden, wie kontrolliert vorher. War, sieht eigentlich ganz okay aus. Ja, und dann gibt es noch eigentlich zwei Arten von Karten. Einmal den Vogelstapel, also da sind halt die Vögel drin, ne, die vor deinem Fenster dann auftauchen. Und die sogenannten Shimansen-Karten. Shimansen sind es hier dieses Gitarren-ähnliche Instrument, was man bestimmt auch schon mal so gesehen hat aus Japan. Das sind die Aktionskarten. Die Dinger werden hier reingemischt. Natürlich erstmal die früheste Uhrzeit. Ne? Ja. Quatsch, ich erzähle gerade Bullshit, da sind Glocken drin, die sagen die alle, die aus, wenn es soweit ist. Okay. So, ein Zug ist einfach so, du ziehst zwei von denen, dass du halt zwei Handkarten hast und dealst dir dann zwei Vögel in deine Auslage. So. Jetzt habe ich hier eine Krähe, zwei Krähen, also insgesamt 3. Jetzt kann ich sagen, okay, ich spiele irgendwas von meiner Hand. Ich kann aber auch sagen, immer ist ja alles noch cool, weil... Hier wäre das Vogelnetz ganz geil, hier das Fangnetz, weil da dürfte ich jetzt quasi, wenn es jetzt bei mir wäre, kill all birds of one type, das wäre natürlich jetzt ganz geil, weil du nur Krähen quasi hättest, genau. Dann kann ich die damit alle wegschreiben. Genau, aber ich könnte jetzt sagen, weißt du was, ist ja alles cool, bis zu 8 oder darf ich haben, das heißt, ich bin raus und dann bist du dran, du ziehst auch 2 Karten und kriegst 2 Vögel in die Auslage, ne? Auch 2 Krähen, ist noch alles okay. Ja. Und so geht es halt eben reihum, bis dann irgendwann... Okay, ich hätte jetzt hier schon 3, 5, 7, 8. Also ich müsste jetzt was tun. Ne, hat natürlich auch vorher noch 2 Karten gezogen. Ja. So, ich müsste jetzt irgendwas tun, um nicht raus zu sein. Und dann gibt es halt hier die unterschiedlichsten Sachen. Der ist zum Beispiel richtig fies, der Nightbird. Da shuffelt man einfach alle Karten, die man hat. Und jetzt sind wir nur zu zweit und würde bei sich anfangen und die Karten verteilen. Aber an Tisch verteilen halt eben so. Okay, ne? So, und dann gibt es natürlich auch noch hier besondere Vögel drin. Zum Beispiel gibt es hier irgendwo die Kackeule. Wo auch immer sie gerade ist. Die Kackeule, die macht dich immer wach. Also die muss auf jeden Fall gehen. Wenn die bei dir in der Auslage ist, musst du die loswerden, nicht, ansonsten bist du raus. Das ist halt quasi Play Elimination sozusagen. Das bleibt ganz dann genau. Nur einer am Ende quasi über, wenn du mit 4 Leuten quasi dann spielst. Okay. Oder es gibt die Fledermaus, die alle Angriffe erstmal auf sich zieht. Das heißt, wenn du bei dir liegen hast und du willst jetzt dieses Netz spielen... Dann müsste ich erst die Fledermaus wegfangen. Damit du das Netz spielen kannst. Genau. Und so geht das die ganze Zeit hin und her und man nervt sich auch. Es gibt auch eine Karte Room Change. Da wechselst du einfach mit einem anderen... Ja, du schiebst einfach alle Karten, die gerade bei dir liegen, einfach rüber halt. Ne? Und dann hat derjenige auch immer so... Problem halt am Start, was ist jetzt los halt, ne? Karten klauen, Karten countern, alles da drin. Und das ist so ultra kurzweilig. Klingt cool. Also das werde ich mir auf jeden Fall picken. Werde ich mir kaufen.
Hier sitzt drauf, also steht einmal auf Englisch und auf Japanisch dann quasi genau, drauf, dann sozusagen so. Ja. Kannst du denn, wenn du, kannst du Japanisch lesen, einige Zeichen, oder hast du dich denn immer so damit da irgendwie so beschäftigt dann damit? Tatsächlich ja, ich lerne schon seit... Heißt es auch Mandarin? Mandarin ist Chinesisch. Mandarin ist Chinesisch. Und aber also, japanisches Mandarin gibt es nicht, das ist nein. Japanisch dann einfach. Dann quasi, ja, du bist jetzt bei den Zeichen wahrscheinlich. Es gibt ja, es gibt ja die Zeichen und da gibt es ja zwei Unterschiede. Es gibt Hiragana, das ist quasi wie ein Alphabet. Jedes Zeichen, es gibt ein Zeichen für A, E, I, O, U und dann haben die immer Pa, Ta, Me, also so zwei Dinge zusammen. Ne? Okay. So, und damit kannst du im Prinzip Worte bilden und dann gibt es aber auch Kanji und da ist jedes Symbol ein Wort. Also dann gibt es ein Symbol für Sonne, für Haus, für keine Ahnung was und in dem Buch, was ich lese, wo ich mir auch ein bisschen Japanisch beibringe, ist auch ganz viel Hintergrund. Da steht zum Beispiel drin, ich weiß nicht, wie viele von diesen Kanjis es gibt, aber selbst ein Japaner kennt nicht alle. Ja, sondern da wird erklärt, so jemand, der die Grundschule verlässt, kennt so und so viele dieser Kanjis. Jemand, der dann noch studiert, kennt so und so viele dieser Kanjis. Also selbst ein Japaner kennt nicht alle dieser Schriftzeichen, die es da gibt. Quasi, als würde man hier als Deutscher nicht alle Wörter kennen, die man im Prinzip gibt, halt eben ne? So, ne? Ja. Crazy. Und du kannst aber auch, wenn du dieses Alphabet kannst, diese anderen Zeichen, und die kann ich tatsächlich alle mittlerweile. Und es gibt jetzt ein einzelnes Symbol für Sonne, das kennst du aber nicht. Du schreibst das aber mit diesen anderen, was ja Buchstaben sind, weiß der Japaner, was du von ihm willst. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er dann sagt, was willst du gerade von mir? Okay, sondern, also, okay. Ne? Also wenn du ein Wort nicht weißt, kannst du es quasi in diesem anderen, schreibst es anders halt. Eben genau. Halt ne? So. Okay. Und das wird dann tatsächlich immer so gemischt quasi dann auch. Dann, ne? Genau, es wird gemischt. Und dann gibt es noch, jetzt wird es ganz kompliziert, gibt es noch drittes, das nennt sich Katakana. Und die sind nur für ausländische Begriffe. Also Begriffe, die es in Japan eigentlich nicht gibt, dann übernehmen die ja sowas wie, jetzt fällt mir nichts ein. Kindergarten. Genau, Kindergarten wäre so der klassische Begriff vom Deutschen ins Englische und die übernehmen ganz viel. Ganz viele Wörter übernehmen die aus dem Englischen und sprechen die dann auch so. Ja. Haben die einen größeren Wortschatz? Nee, kleineren Wortschatz als hier in Deutschland oder was? Auch kleiner als Englisch tatsächlich? Ja. Ja? Ja. Crazy. Ja. Dafür, dass da zu viele sind. Höchst interessant, Alter, geil. Ach, ja, komm, dann machen wir jetzt mal mit was Dickem weiter. Mit Deep Madness. Boah, heftig. Ist bei mir ungespielt ausgezogen. Es kam an, Digga. Und das ist doch nicht alles hier, oder? Ich hatte doch noch mehr, oder? Kann sein, dass du noch ein... Ich hatte, glaube ich, jetzt 300 Euro oder... Ja. Oh, Kartons, Alter, ich denke nur an, wann soll ich das jemals spielen? Ich würde vielleicht das Grundspiel spielen, aber doch niemals alle Dinger. Und dann habe ich einfach... War wieder so ein Moment, so mein Regal kotzt mich an. Komm. Ungespielt, komplett raus. Ich muss dazu sagen, es gab danach noch einen zweiten Teil. Da kam ja hier diese dicke Box her, die konntest du im zweiten Kickstarter dann holen. Das ist ja die Box vom Basisspiel hier, die du hast. Ja. Und die Box ist ja dann dafür da, um... Ja, es gibt doch noch so ein Madness-Ding. Ach so, der zweite, die haben eine Fortsetzung gemacht quasi, aber auch so andere Setting-mäßig, meine ich. Ja, Sam, ich suche das mal kurz raus hier, weil da muss ich sagen, das andere hatte ich schon verkauft, dann kam das neue mit diesem Ding. Alter, geht doch nochmal rein. Ich bin aber auch da, glaube ich, ich muss gucken, ich bin all in mit drin, Alter, in dem neuen Ding. Aber während das ja vom Thema Cypher-Horror-Game mit dieser Unterwasserbasis ist halt einfach krank, Digga. Ich gucke aber mal kurz, erzähl den Leuten mal ganz kurz, ich such mal ob. Und du hast gerade schon das Stichwort gegeben, also im Prinzip würde ich es jetzt so ein bisschen vergleichen mit Dead Space, wenn man das Videospiel kennt, plus... Nicht im Weltraum, sondern, du sagst gerade schon, unter Wasser. Also das ist ein bisschen was von eher so Abyss-Style. Ja, Abyss, ja, ein bisschen ja. Cthulhu, Lovecraft ist natürlich auch mit drin, ne, aber... Dawn of Madness, Digga, Alter. Dawn of Madness und dann Dawn of Madness. Da ist alles noch so ein bisschen mehr, nicht Sci-Fi, sondern True Horror, ja, genau. Arkham, Haunted House-mäßig und so weiter und so fort. Richtig. Wenn wir 139 sind. Ja, oder? Und, das hat ein paar, wie ich finde, echt, echt coole... Okay, jetzt ist natürlich alles durcheinander gerätselt. Scheiße. Super.
Ja, ja, wenn, du hast ja Urlaub, aber wenn Sandra gleich aus dem Homeoffice raus ist, dann kann die sich ja mal hinsetzen und mal ein bisschen sortieren, damit ihr heute Abend nicht langweilig wird. Krass, Alter. Ja, guck mal, da ist mir schon mit dem Auspöppeln und so, ist alles schon vorbei. Also wenn ihr mal hier so reinguckt, Leute, Karten halt eben ohne Ende, Minis ohne Ende in dem ganzen Ding tatsächlich mit drin. Ich hab's damals nicht gezockt, es sollte ja auch das erste, insbesondere glaube ich das erste Szenario, sollte so ein bisschen Robinson Crusoe mäßig sein, dass du das erste viermal spielst, immer noch nicht geschafft hast so und wie bist du dann da so? Sagst du, komm, scheiß drauf, dann spielen wir einfach das nächste oder muss man das erste erstmal geschafft haben? Muss ich schon geschafft haben. Ja. Ich habe es insgesamt, ich glaube, 8-mal gespielt. Das ist tatsächlich eins der ganz wenigen Spiele, die ich solo spiele. Mhm. Normalerweise, bevor ich alles aufbaue und so, setze ich mich lieber an die Konsole. Aber da hatte ich echt eine Zeit lang, habe ich das tot gespielt. Und ich habe dieses scheiß erste Szenario nicht geschafft halt. Ne? Und dann irgendwann habe ich auch hier zum Mathis, meinem besten Kumpel, gesagt, ich so, ey, ich brauche dich. Vielleicht bin ich irgendwie zu doof oder ich sehe irgendwas nicht, irgendwas Offensichtliches. Ja. Und der so, ja, kein Problem, dann spielen wir mal. Zack, schaffen wir das. Ne? Zack, weil er feiert sich natürlich so und sagt, das war doch jetzt nicht so schwer, ja, war 2-3 Mal ein bisschen knapp, ne? Aber. Ne? Das ist wie so, also teilweise auch Robinson Crusoe, du hängst da, schaffst das erste Mal nicht, dann kommt irgendjemand so, ich hab das doch beim ersten Mal geschafft. Ja, ich denke, genau. Das wird falsch gespielt oder ein bisschen spacken. Der ist schlauer als ich. Also, erstmal Kickstarter typisch, ne, das machen ja viele, dass du Charaktere hast, die ganz offensichtlich an irgendwelche Charaktere Typen erinnern. Ne, also hier hast du diesen Isaac Clarke aus Dead Space, ne? Dann hast du hier Black Widow, du hast hier Ellen Ripley, ganz eindeutig aus Alien. Amanda Weaver meinst du wohl? Ja, genau. Oder Jacob Clarke meinst du dir wohl? Das ist hier eine ganze Ecke Ermittler, ne, die du spielen kannst. Und das Coole an dem Spiel ist, das hat zwei Sachen, die ich richtig geil finde. Zum einen, durch diesen Unterwasseraspekt hast du Teile der Station, Teile des Spielplans, die unter Wasser sind. Und dann hast du hier irgendwo in diesem ganzen Wust hast du so kleine Rädchen, wo du deinen Sauerstoffgehalt einstellen kannst. Und für jede Aktion, die du in so einem Teil machst, das gerade unter Wasser ist, verlierst du Sauerstoff. Genau. Und wenn du in so einem kritischen Bereich kommst, musst du dann am Ende jeder Runde würfeln, ob du Schaden kriegst. Und es ist eh ultra schwierig, hier Schaden zu heilen. Das heißt, du hast dann immer so diese Hetze, so von wegen, oh, ich muss aus diesem Teil hier raus. Ich darf hier nicht ewig rumstehen. Ich muss raus aus dem Wasser. Genau, so ungefähr halt. Ne? Und der zweite Aspekt ist halt eben, da sind die Teils drin in dem Karton, die verderben nach und nach. Also sprich, das ist so ein bisschen Silent Hill mäßig. Du hast hier, sieht man's? Verderbnis. Genau, du hast hier so einen ganz normalen Raum halt. Und mit der Zeit, am Anfang in der Runde, ziehst du eine Karte und dann wird geguckt, welcher Raum als nächstes verdirbt. Und dann wird der quasi hier zu einem, ja, also hier habt ihr das normale Teil, so ein ganz normaler Raum in so einer Station. Und dann drehst du um und dann ist der auf einmal voll mit Blut und irgendwelchen Zeugs und so weiter. Und in diesen Räumen spawnen dann halt die Monster zum einen und zum anderen sind die Monster eben auch stärker. Es gibt irgendwelche Effekte, die dann eintreten, du wirst wahnsinnig oder so ein Scheiß. Das heißt, auch da hast du die Zeit im Nacken. Ne? Weil irgendwann ist die ganze Station verdorben, sag ich jetzt mal, und dann wird es richtig, richtig schwierig halt. Ne? Und noch dazu hast du hier so richtig kranke Viecher. Also die Miniaturen sind ganz cool, sie haben so ein paar Grate, ein bisschen gesteckt und so weiter und so fort. Ich finde sie trotzdem eigentlich sehr cool, aber auch wieder Absturz, das alles. Also das ist ja eine Masse, wenn du das anmalen willst, dann brauchst du Hilfe. Ja. Dann brauchst du auf jeden Fall Hilfe, Alter. Weil die sind schon wirklich kleinteilig. Natürlich noch weit weg von Awakened Realms und Simon, aber insgesamt sind die auch coole Dinger auch einfach. Ja, also kranke Dinger, diese Frau hier mit diesem, dieser Kopf ist, wo dann da einfach vorne dieser Taucher rauskommt. Also ja, schon geil einfach nur. Artwork hat eben, ist einfach stimmig so. Und das, cool, der zweite Teil, keine Ahnung, wann der jemals kommt. Ob der dann wieder aus, wahrscheinlich wird er wieder ungespielt ausziehen, Digga. Aber du hast auf Englisch, das gibt's doch auch auf Deutsch, das oder? Das ist auf Deutsch. Ach so, okay. Dachte irgendwie, dass wir, weil hier. Ja, das nur die Karten. Ist halt nur die Karten. Du hast halt so ein extra Kartenset bekommen. Stimmt, so war das halt eben. Es war so ein Eindeutsch-Set dabei. Ganz genau. Transformation-Set halt eben. Richtig. Krass, da hat man aber auch echt einiges. Bist du in dem zweiten Teil denn auch drin? Nein, ne? Nein. Also das hat mir dann gereicht. Ja. Vor allen Dingen, weil... Reicht mir jetzt auch schon. In diesem Cthulhu-Setting habe ich halt Willen des Wahnsinns. Alles, was es gibt. Ja, dann muss man das nicht unbedingt auch noch dann... Also, bockschweres Ding. Wir haben
wir sind, glaube ich, jetzt in Mission 4 oder so, wo wir auch schon wieder etliche Male verkackt haben. Macht aber irgendwie trotzdem, du bist total motiviert, dass du das schaffen willst, ne? Weil du denkst, okay, jetzt nehme ich mal einen anderen Ermittler oder wie auch immer die hier heißen, die Vögel. Das sind eigentlich immer einzelne Szenarien? Ja. Also es ist nie eine Kampagne? Du hast eine Story, die halt mitläuft. Ne? Du hast halt ja diese Typen, die aus dieser Unterwasserstation raus wollen. Das heißt, die Story läuft schon weiter, aber du hast keine Charakterentwicklung, dass deine Charakter jetzt besser werden durch irgendwelche Skills oder Ausrüstung oder irgend so ein Kram halt. Ne? Oder das Leveln, sondern du kannst im Prinzip jedes Szenario mit neuen Charakteren anfangen und gucken, schaffe ich das jetzt oder schaffe ich das nicht. Ne? Nur die Story ist halt fortlaufend. Aber trotzdem mega gutes Ding. Keep me. Ich war ja mal auf den zweiten Teil gespannt, ey. Jo. Aber damals, weil ich dachte auch, krass, jetzt auf Deutsch, ey. Ja, da kann man auch mal, finde ich, auf Deutsch kann man auch mal eher irgendwo auf Verdacht mit reingehen, als wenn das ganze Ding auf Englisch ist oder so. Aber das ist alles. Jo. Meine klassische Meinung dazu, Leute. Finde ich auch. Ja, jetzt muss ich nochmal was hier dem Klischee ein bisschen gerecht werden und muss mal hier noch ein bisschen Anime-Zeugs raushauen. Ja, normal, Digga. Das ist ja auch spannend. Ich meine, ganz anderen Bums, den hat man ja tausendmal schon irgendwie gesehen, so. Und mal was zu sehen, was man noch nicht gesehen hat, Digga, das ist. Beim Porno gucken gibt es das gar nicht mehr. Bei den Regal besuchen beim Digga schon. Ist wieder von Japanime Games, ist ein Deckbilder, ist aber, wie ich finde, einer der interaktivsten Deckbilder, reinen Deckbilder. Ich rede jetzt nicht mit, boah, Tyrants of the Underdark oder so ein Kram. Ist ein reiner Deckbilder und der ist ultra interaktiv, weil du im Prinzip nur die ganze Zeit dabei bist, dem Gegner irgendwie in die Karre zu fahren. Es hat natürlich auch wieder ein etwas freakiges Setting. Dynamite Nurse lässt vermuten, es hat so ein Krankenhaus-Setting. Ist das nicht neu? Ist das von diesem Jahr? Nein. Nee, was wolltest du denn dieses Jahr noch haben? Das war noch für dich an dem Stand noch und dann hast du ja das, was du haben wolltest. Eine Erweiterung für irgendwas oder irgendwas war da noch? Nee, das war auch ein Deckbilder, aber mit so einem Mecha-Setting. Also sprich, dass du deinen riesen Roboter hast, den du irgendwie da ausrüstest. Das sah ganz cool aus, aber war halt einfach auch nur spannend, weil die so ein Bundle-Angebot hatten zur Messe, wo du quasi das Grundspiel und die Erweiterung für, was war das? Günstiger auf jeden Fall. $60 bekommen hast, anstatt für 90. Genau, die hatten die Erweiterung so. Nicht da und dann hast du gesagt, komm, scheiß drauf, alleine will ich es nicht haben. Genau, weil der Gedanke war halt, wenn es kacke ist, kriegst du es für den Preis auf jeden Fall wieder los. Halt, ne? Weil Deckbilder habe ich nun mal auch schon so ein paar. Nichts mit Krankenhaus? Doch, Krankenhaus, aber in so einem bekloppten Fantasy-Setting. Also du behandelst quasi irgendwelche Abenteurer, die mit einem Versteinerungsfluch oder mit einer Vergiftung um die Ecke kommen. Mhm. Ja? Und das Bescheuerte daran ist einfach, dass... Du bist aus dem kranker Sleeve, Alter. Ne? Ja, natürlich. Deckbilder auf jeden Fall halt. Ne? So, es gibt halt hier so einen Stapel an Patienten. Und natürlich gibt es eine Auslage mit allem möglichen Scheiß, den du neu für dein Deck kaufen kannst. Hoppala. Das ist ja standardmäßig, dass du irgendwelche neuen Karten kaufen kannst. Also man muss schon sagen, die sehen ja auch alle super aus, ne? Ja... Natürlich auch alle Mädels, ne, gibt keine männlichen Arme. Nein, natürlich nein, nicht, Digga. Wird das sonst auch keiner kaufen. Alle Mädels. So. Und wie ist denn das eigentlich so in Japan? Ist das tatsächlich, ich denke, spielen wahrscheinlich auch eher so eine Männerdomäne und bei den Frauen eher nicht so oder daddeln die auch viel? Weil ich auch, meine, wirklich, also dieser, ich meine, also ein Großteil von diesem Markt hier bedient ja eigentlich männliche Kundschaft. Ja, es gibt aber auch ein eigenes Genre, wo, also die Japanerinnen, oder vielleicht auch hier ganz viele, stehen ja darauf, wenn Männer lieben. Und da gibt es ja ein eigenes Genre im Anime- und Manga-Bereich. Ist das so, dass die Japanerinnen ausgeprägt sich gerne, also männliche Homosexualität quasi reinziehen, oder was? Genau, in Anime und Manga auf jeden Fall. Okay. Nennt sich Yaoi, glaube ich, heißt das Genre. Will jetzt nicht so meins, deswegen habe ich keine Ahnung. Genau, aus Versehen reingeklickt nur. Ja. Aussehen reingeklickt, so ein Ding ist das gewesen, Leute. Yaoi, aus Versehen nur. Es gibt das Gegenstück, ne? Zwei Mädels, nennt sich Yuri und Wie nennt man das? Yuri und Yaoi. Yuri, habt ihr alle mitgeschrieben? Ja. Ne? Und da stehen die tatsächlich drauf. Also, damit es ein eigenes Genre ist, muss ja irgendwie. Muss ja dann genug da sein. Egal. So, du hast hier deine Duty-Marker, also
die anzeigen, für welchen Patienten du quasi verantwortlich bist halt. Und am Anfang jeder Runde wird halt immer einer in die, weiß ich nicht, Notaufnahme oder was das sein soll, hingelegt. Und derjenige, der gerade dann ist, bestimmt dann den Spieler, der sich um diesen Typen kümmern muss. Das heißt, ich kann durchaus sagen... Ich nehme den selber oder ich sag, boah, genau, ist mir aber echt übel. Genau, die hat jetzt einen Wert von 7, bis die mal geheilt wird. Das ist das Höchste, was es gibt. Da sage ich natürlich, ne, Digga, für die bist du zuständig. Auf die habe ich keinen Bock, die ist mir zu hardcore halt, ne? So, und so füllt sich halt dann nach und nach die, die Notaufnahme, sag ich mal. Haben auch unten richtig coole Flavortexte drauf, auf den Karten stehen und so weiter. Also finde ich auch, ey, das ist auch echt cool. Na, also, jetzt, es gibt so viele Plätze in der Notaufnahme, wie Spieler dran teilnehmen. Ja. Und dann irgendwann, wenn natürlich jetzt, wir spielen zu dritt, sag ich mal, und jetzt müsste einer hingelegt werden und es ist kein Platz mehr, dann geht derjenige, der am längsten in der Dings steht, geht in den kritischen Status. Das heißt, der ist kurz vorm Abnippeln. Ja? Mhm. So, und dann hast du nehmen halt, wir auch gar nicht zu uns rüber, sondern wir doch, lassen die hier liegen. Doch, kannst ja? du. Okay. Immer wenn du dran bist, am Ende deines Zuges, kommt die sogenannte Submission-Phase. Da kannst du sagen, okay, alle, die gerade hier liegen, hole ich in mein Krankenhaus. Jetzt kommt aber der Kniff, du hast nur 2 Betten. Das heißt, du kannst maximal 2... Kleinste Krankenhaus der Welt. Ja, ja. Da muss man sich schon genau überlegen, welche heißen Schnitten wir oder die 2 Betten reinlassen hier, weil die nächste muss kann erst eins sich da reinknien, wenn eine wieder geheilt ausgezogen ist. Ganz genau. Du kannst weitere in dein Krankenhaus aufnehmen, aber die liegen dann schäbig auf dem Flur rum und wandern auch automatisch in den kritischen Zustand. Und wenn die in dem Zustand sind, die haben, hast du immer den Wert, um die komplett zu heilen. Und du hast einen kleinen Wert, also hier 1 und 4 und... wenn die kritisch sind, musst du jede Runde 1 bezahlen, sonst stirbt die dir weg halt. Ne? So, und dann gibt es halt hier diese Killmarker, das heißt, es wird immer sein, dass dir welche sterben und dann ist hier hinten halt auch eine Tabelle, wenn du am Ende 6 von denen hast, hast du minus 12 Punkte halt. Ne? So, es gibt aber auch eine coole Mechanik, es gibt eine Karte, ich weiß nicht, wo die gerade ist, die heißt halt eben Dynamite Nurse, das Spiel heißt ja so, die bekommt derjenige, der die meisten Killmarker hat. Und dann geben bestimmte Karten dem einen Vorteil. Das heißt, du hast dann immer, wenn du gerade im Hintertreffen bist... Dynamite Nurse wechselt dann quasi im Laufe des Spiels. Ganz genau. Immer der die meisten schon umgebracht hat, kriegt die Dynamite Nurse. Und der hat durch andere Karten dann einen kleinen Vorteil. Der ist nicht massiv, aber einen kleinen Vorteil halt. Ne? Und die Aktionskarten, die du hier hast, die, wie gesagt, höchst interaktiv, dass du zum Beispiel sagst, hier, Reference Letter, du kickst einfach mal einen aus deinem Krankenhaus raus. Raus damit. Dass du sagst, hier, keine Ahnung, Critical will ich nicht, kümmer du dich mal um den halt. Ne? Oder du sagst, gibt eine andere Karte, die finde ich gerade nicht. In allen Krankenhäusern werden alle kritisch. Das heißt, alle drehen ihre Dinger um, ihre Patienten um. Und dann ist halt Terror, weil du natürlich sagst, boah, jetzt muss ich ganz schnell gucken, dass ich die halt hier heile. Ne? Und dann gibt es natürlich so Standardkarten, bessere Heilkarten, bessere Goldkarten, dass du natürlich mehr Sachen kaufen kannst. Immer wenn du einen Patienten heilst, kriegst du hier zufällig eine weitere Krankenschwester, die wirklich alle unterschiedlich sind. Die geben Siegpunkte, die haben einen Effekt. Ja. Sind aber alle super gezeichnet, also kann man nicht anders sagen. Ja, also super. Alle halten so einen typischen Anime. Demnächst nur noch hier nach dem Video nur noch die Leute nur noch Anime-Games am Kaufen, hier höchstwahrscheinlich, die Stars. Der ganze goldene Bärte nächstes Jahr nur noch durchzogen mit Japanime-Games. Wer weiß, Alter. Aber man muss dazu sagen, auch dieser Karton ist natürlich dann auch so ein bisschen. Weißt du, woran das liegt, dass die so klein sind? Weil die so verschifft wegen Transportkosten, damit man viele stapeln kann? Oder? Nee, oder? Weil, das ist tatsächlich so, in Japan, die haben ja kleine Wohnungen. Und das heißt, die Spieleschachteln sind immer genauso groß wie das Material, was da auch drin ist. Ich hatte mal ein My Fair Princess, hieß das war ein Worker Placer. Richtig mit Brett, mit Meeples, mit allem. Der war in einer Schachtel doppelt so hoch wie eine DVD-Schachtel. Und da war wirklich alles bis auf den letzten Zentimeter reingequetscht. Da war keine Luft. Stimmt, die haben alle so kleine Buden. Ne? Die haben kleine Buden und sagen, ich kann mir nicht 20 so Kartons hier reinstellen. Das muss klein, das muss kompakt sein. Das ist der Grund dahinter tatsächlich. Dynamite Nurse, Alter. Dynamite Nurse. Auch mit denen, den ich spiele, die haben da mega Spaß dran, weil man sich wirklich auch hier wieder ständig in die Parade fährt. Sagt hier, nimm mal du mal diesen schäbigen Typen, kann ich nicht heilen und so weiter.
Wir hatten auch schon Partien, wo wirklich jeder mit Minuspunkten rausgegangen ist. Ist jetzt aber vom Englischgrad, es ist nur Englisch auch wieder, aber vom Englischgrad nicht so crazy, finde ich. Es geht. Also Card, hier hast du mal so ein bisschen Text drauf, ne? Select one patient card in transport and exchange the duty marker. Also das heißt, du wechselst den Marker aus, kannst jemanden klauen oder jemanden abgeben, den du gerade nicht so geil findest. Also vom Englischen ist okay halt, ne? Das ist nicht so mega komplex. Knall einfach rein. Nee, ich tue schon da beim richtigen. Wenn dann schon beim richtigen rein, Leute hier. So. Aber ich bin da auch, also ich bin auch beim Einräumen eher manchmal öfter auch auf reinknallen. Besonders und, wenn man. Es gibt dann noch die Fraktion, die ja, war ich ja auch mal bei wem, wir hatten mir das noch erzählt, dass er seine Spiele wieder zurückpöppelt. Das hab ich. Da war ich in Berlin, Digga, Alter. Das habe ich mitbekommen und mir gedacht, was ist denn das für eine komische. Sachen zurückpöppeln, Digga. Weiß ich nicht, ey. Was hast du da nochmal gehabt? Was hast du nochmal zurückgepöppelt, was du mir gezeigt hast? Rising Sun oder sowas? Ich noch? Jetzt? Nein. Ich wollte gerade sagen, ich auf gar keinen Fall, ey. Aber ich bin so, gerade wenn man dann das nächste Spiel auf den Tisch bringen will, denke ich mir auch so, ach komm, einfach schnell, alles weg, nächstes Spiel auf dem Tisch und... Ich kenne das eben so gezockt, durchgefallen. Genau. Wer das kauft, kann sich das ja wieder auseinandersortieren. Ich garantiere nur für die Vollständigkeit. So ungefähr, ey. So ungefähr. Geil, ey. Ja, als letztes, du hast ja gesagt, so Magic Cube ist vielleicht mal eine coole Idee. Ja, um das mal vielleicht mal zu zeigen, weil ich habe zwar mit Chris Magic Cube auch schon gespielt, ich habe in letzter Zeit ein bisschen Commander irgendwie gespielt und dann habe ich das gesehen, wäre ganz cool, den Leuten das gleich mal zu zeigen. Ich suche mal eben gerade was, ob ich das jetzt schnell finde, ist die andere Frage. Wahrscheinlich finde ich es nicht, weil ich habe ja auch tatsächlich, habe ich auch ein Video zu gemacht, aber jetzt finde ich die Box tatsächlich nicht. Also bitte. Ist das die Holzbox, die hier? Ja, das ist Midara. Ne? Okay. Egal, komm, zeigen wir den normalen Cube. Habe ich halt hier auch lange gesucht. Ist extra ein Karton dafür? Ist extra also ein Karton dafür. Ist ein extra Cube-Karton, ja, tatsächlich. Sozusagen, oder was? Ich will jetzt, muss man hochheben, aufklappen oder muss schieben? Oder? Oha. Dann hast du halt hier, könntest zwei reinklatschen, aber. Das seht ihr natürlich gar nicht immer hier. Ja, hier sind die ganzen Magic Cubes, hier sind die ganzen Länder und so weiter alles drin hier. Hast du hier noch so ein Fach für Würfel? Ja, brauch ja auch ein paar Marker für die eine oder andere Karte. Genau, hier sind Länder und hier sind halt die Karten, die halt in dem Cube drin sind. Halt. Ja. Wenn man sich so, also vielleicht erklärst du den Leuten mal, was ein Cube ist. Also grundsätzlich, Magic sollte sich jeder mit vertraut sein. Das ist ein Sammelkartenspiel, jeder spielt einen Zauberer, spielt sogenannte Länder aus. Die kannst du quasi dann immer tappen, also erschöpfen. Legst du quasi auf die Seite, um entsprechend das Mana der jeweiligen Farbe zu machen. Wälder produzieren grünes, Sümpfe schwarzes Mana, Inseln blaues Mana, Ebenen weißes Mana. Jede Mana-Klasse, sag ich mal, hat entsprechend Zauber, was weiß ich, bei grün Natur, bei schwarz Zerstörung und Verwesung, rot ist Feuer, Vernichtung, Lava, so Chaos, kann man sich ein bisschen vorstellen, genau. So dass man sich da ein bisschen daran zurechtfindet. Und da gibt es ja viele verschiedene Sachen. Normalerweise hat man sich damals mal so ein Starter-Set geholt, ein Starter-Deck. Und dann gibt es kleine Booster-Packs. Da suchst du dir einfach zusätzlich Karten aus, indem man sich mit in sein Deck quasi so reinbauen kann. Das ist ein Collectible-Card. Genau. Und genau, ne? Jeder hat dann quasi früher immer seine paar gebauten Decks gehabt. Und dann hat man zusammen gespielt. Ich habe auch ein Video gemacht, wo ich noch meinen Ursprungs-Set. Hier geht es aber eigentlich auch viel ums Deckbauen selber, weil hier könnt ihr kommen und braucht gar nichts mitzubringen. Richtig. Zum Magic-Spiel. Richtig. Wenn einer diesen Cube quasi gebaut hat, inspiriert durch dich und diesen Cube, hat Chris sich ja übrigens auch einen Cube gebaut. Genau, der hat mich die Tage noch angeschrieben und gefragt, wie man mit dem Cube zu zweit draftet. Da gibt es ein besonderes Format, nennt sich Winston Draft. Also genau, der Gedanke ist halt einfach, keiner braucht sein eigenes Deck und der Aspekt des Deckbauens ist quasi auch schon das halbe Spiel. Das ist halt der Gedanke von so einem Cube. Jeder oder viele kennen vielleicht das Format Booster Draft, was gerade bei Magic halt sehr populär ist. Es kommt eine neue Edition raus, du gehst in einen Laden, ja, und dann wird Booster gedraftet. Du kriegst dann drei Booster der neuen Edition, da sind 15 Karten drin. Und dann machst du das erste Päckchen auf, guckst dir die 15 Karten drin, die du da hast, und suchst dir eine aus, wo du sagst, ey, die ist cool, die ist spielstark, ne, mit der will ich spielen, und reichst den Rest weiter. Das ist ja das, was Seven Wonders im Prinzip als Spiel, ne, gemacht hat dann irgendwann. So, und am Ende sind halt drei
Booster verdraftet worden. Das heißt, du hast 45 Karten da liegen und aus denen bastelst du dir halt ein Deck. So, da Booster ja nun mal halt auch teuer sind, ist halt der Gedanke in so einem Cube, es gibt einen festen Kartenpool, der reicht für bis zu 8 Spieler. Und dann machst du einfach aus diesen Karten, die mischst du durch und nimmst einfach 15 und sagst, das ist dein erstes Booster. Ja, und dann machst du nochmal 15, sondern jeder 3 Booster und dann wird das halt gedraftet. Das heißt, dann guckst du dir diese 15 Karten an, okay, suchst dir eine aus, gibst den Rest weiter. Das wird dreimal gemacht, dann hat auch wieder jeder 45 Karten. Jetzt ist es immer so, wenn man sich so ein Cube bauen will, braucht man ja ein bestimmtes Kontingent. Du brauchst so und so viele weiße Karten, du brauchst so und so viele blaue Karten und so und so viele Länder und alles drum und dran. Wie läuft das? Weil die haben ja auch verschiedene Wertigkeiten. Hast du dir dann einfach einen Pool geholt? Weil die haben ja auch, was weiß ich, es gibt dann Common-Karten, die sind gewöhnlich, Uncommon, ungewöhnlich, Rare, Seltene, dann gibt es super Seltene und so weiter und so fort. Wie ist das jetzt, wenn man gar kein Magic hat und sich sowas bauen will? Es gibt ja quasi so Konvolute von Karten, die man ja kaufen kann. So. Ja. Hast du das dann auch so gemacht und dann sortiert? Oder wie baut man sich sowas hier? Also, Da kommt es mir natürlich zugute, dass ich wirklich von Anfang an seit 1994 fast ohne Unterbrechung Magic gespielt habe. Ja? Und dementsprechend halt hat man dann natürlich seine Lieblingseditionen oder halt auch seine Lieblingsmechanismen oder seine Lieblingskreaturentypen, wo man sagt, okay, das ist jetzt mein individueller Cube und da möchte ich diese oder jene Edition drin haben oder diese oder jene Mechanik drin haben, ja. Das liegt ja an einem selber und auch die Seltenheitsstufe ist bei mir jetzt tatsächlich so, dass ich gesagt habe, der Großteil des Cubes sind wirklich Commons und Uncommons. Und dann habe ich hier einen ganz kleinen, relativ kleinen Pool an Rare-Karten und da kommt wirklich auch nur eine in jedes Booster rein. So wie wenn man wirklich einen Booster aufmacht, hat man ja auch nur eine. Hast du die denn markiert oder willst du nachher zum Auseinandersortieren oder weißt du dann, welche? Nee, da weiß ich dann schon, welche ist. Ne? Das heißt, es kommt eine Rare in das Booster und der Rest ist halt Common und Uncommon. Und natürlich ist es bei mir so, jede Common und Uncommon, die da drin ist, ist ultra stark. Da ist also nichts drin, wo du sagst, boah, ist das für eine Schrottkarte, die will ich nicht. Also im Prinzip hast du da 15 Karten, wo du denkst, oh, ich würde alle nehmen. Ja, weil du natürlich mit der Erfahrung auch schon weißt, diese oder jene Karte ist richtig, richtig stark, die macht irgendwas halt, ne? Und ja, tatsächlich bin ich mit Excel-Dateien herangegangen. Also habe für jede Farbe ein eigenes Sheet gehabt und habe mir dann Gedanken gemacht, okay, du brauchst für Blau vielleicht ein bisschen mehr Zaubersprüche, weniger Kreaturen, weil Blau halt mehr darauf ausgelegt ist, auf Countdown, auf Control. Bei Grün wiederum, die machen viel Druck, da brauchst du ein bisschen mehr Kreaturen. Und natürlich auch, dass in jedem Mana-Slot was ist, dass du nicht bei Grün nur 20 Karten hast, die alle 8 Mana kosten. Ja, du brauchst eine Mana-Kurve, nennt man das ja, glaube ich. Ne? Und richtig, so, ja. Richtig, ganz genau halt. Ne? Und ja, und was bei mir dann noch besonders ist, ich weiß nicht, ob das viele machen, ist so, ich guck mal eben, dass der Gewinner, hier siehst du es zum Beispiel, der Gewinner, also wenn man jetzt zum Beispiel halt mit mehreren spielt oder wenn man auch nur 1-1 spielt, der darf dann eine Karte aus seinem Deck, mit dem er gewonnen hat, unterschreiben und die bleibt dann im auf Cube. Dauerhaft ewig im Cube. Genau, weil der Cube lebt natürlich auch, kommt eine neue Edition. Neue Edition hier, Schwerter zu Flugscharen, Digga, Alter. Perverse Karte. Alter. Perverse Karte und wahrscheinlich auch durch die Unterschrift ein bisschen Geld zerstört worden. Ja, weil die tipptopp, Alter. Das ist ja Mint, ist die Karte und dann einfach draufgeschrieben. Ja, gut, ja. Aber scheiß drauf, Alter. Genau, weil so ein Cube lebt ja, neue Edition kommt raus, man denkt sich, oh, welche Karte ist cool, welche Karte kann in den Cube rein, aber ne, dann gibt es halt Karten, die, die bleiben im Cube. Auf immer und ewig drin, ne? Und es ist nicht häufig so. Aber ich habe 2-3 Karten, wo ich mir auch denke, die würde ich da gern raustun. Und was hat diesen Billemann dazu bewegt, genau diese Karte zu unterschreiben? Also hier ist eine Karte. Erdspalte habe ich gerade schon gesehen. Ja, also du hast halt auch ne, so klassische. Klassische Karten. Wo ist denn jetzt die Erdspalte? Da. Ja. Erdspalte. Oder Terror kennst du bestimmt auch noch. Ja klar, Terror, Dark Banish, dunkle Verbannung, Dark Banish. Da ist er, Terror. Ne? Also ich habe da tatsächlich auch einige Karten drin für so ein bisschen Nostalgie-Flash. Ne? Oder halt auch die,
Aber du hast fast nur Englisch drin auch, ne? Also ich meine, ein bisschen auf Deutsch ist schon gemischt, aber du hast vornehmlich Englisch gekauft früher immer? Das kommt einfach daran, dass die besser verfügbar sind, die englischen Karten. Okay. Und teilweise auch preislich macht das einen kleinen Unterschied aus. Aber wenn du dann so Karten kaufst, guckst du ja natürlich immer bei dem größten Händler, der alles hat. Und dann sind die meistens auf Englisch. Und da muss ich auch sagen, die deutsche Übersetzung von manchen Karten, so Vergessenheitsring, im Englischen heißt der Oblivion Ring. Okay, ja. Da denkst du auch so, boah. Ja gut. Wenn man es nicht anders kennt, also nur Deutsch kauft, ich glaube, dann stört einen das, glaube ich, nicht so. Lord of Lineage. Wie würdest du den übersetzen? Was? Lord of Lineage. Herr der... des Zeitalters vielleicht oder sowas, keine Ahnung. Die haben ihn übersetzt mit Fürst des Geschlechts. Fürst des Geschlechts hat eben so. Ja, gut. Ja, das ist ein Scheiß. Es also, geht so ein bisschen in die Kriegstruhen-Richtung an. Ja. Geht gar nicht, ey. Oder jetzt in der letzten aktuellen Edition gibt es eine Fähigkeit, Disturb heißt die im Englischen. Ja, also Karte, stören, ja. Ja, aufstören haben die das Deutsche übersetzt. Das ist, weiß ich nicht, das ist so geil, ey. Keine Ahnung. Aber ich finde es ganz cool, wenn man sich so ein Ding gebaut hat, dann kann man das Magic-Kapitel eigentlich für sich abschließen. Und kann immer nur einfach seinen Cube runterdaddeln. So. Eigentlich schon, ja. Ja. Eigentlich schon. Also Magic Arena spiele ich fast täglich. Das macht das Ganze ziemlich gut. Aber ansonsten habe ich jetzt abseits vom Cube schon lange kein Geld mehr für Magic-Karten in die Hand genommen. Ja, ich habe zuletzt nochmal, ich hatte ja nur mein altes Deck und hatte Sven gesagt, komm, lass uns mal Magic spielen. Naja, kenne ich nicht. Von früher habe ich das immer viel gespielt, habe ich gesagt. Dann habe ich jetzt 7 Commander-Decks insgesamt. Also erst 2 Commander-Decks bestellt und jetzt insgesamt 7, damit man ein bisschen Abwechslung hat und so weiter. Plus mein altes Deck, wobei mein altes Deck einfach auch nicht mehr, habe mal versucht damit zu spielen so. Das funktioniert aber auch heutzutage nicht mehr. Die Karten aus den neuen Editionen so, die ballern dir dein 4er, 5er, vierte Edition halt eben und was war dann noch? Homelands damals, Mirage, ja, Ice Age halt eben. Ich habe Deutsch Limited Karten habe ich tatsächlich noch und dann Unlimited und was ja geil. Also richtig, richtig, richtig fettes Ding auf jeden Fall. Magic, Alter, cool, dass du das Teil noch rausgeholt hast. Jo, damit wäre ich tatsächlich durch. Ja, crazy, Digga, Alter. Könnte eventuell sein, dass es der kürzeste Regalbesuch aller Zeiten gewesen ist, aber ich habe heute eh noch ein paar Sachen vor, deswegen ist es tatsächlich ausnahmsweise überhaupt gar nicht so schlimm. Ich fand geil, erstmal vielen Dank, Digga, dass ich vorbeikommen konnte. Ich fand richtig cool, dass du Sachen gepickt hast und Wert drauf gelegt hast, Sachen zu picken, halt eben, die da nicht gezeigt worden sind. Ich sag auch immer, Leute, wenn ihr Bock auf einen Regalbesuch habt, dann meldet euch bei mir. Wenn ihr jetzt nicht, wie der Patrick, nur irgendwelche crazy Chats habt, ist das auch überhaupt gar kein Problem, weil wir gucken uns natürlich unabhängig davon an, was ihr für eine Persönlichkeit seid und was ihr für ein Regal habt, was könnt ihr euch für den Regalbesuch quasi gerne melden. So. Aber mir gefällt es immer ganz geil. Für mich, ich werde mir nachher noch, bevor ich das hochlade, das Video, auf jeden Fall Kraus Overkill kaufen. Emperor S4, gibt es das? Also ist das verfügbar auch easy go lucky mäßig? Ich weiß es auch nicht. Weiß ich nicht, aber dieser Emperor S4 Verlag, der ist jetzt nicht so der kleinste. Der hat zum Beispiel dieses... Hattest du das nicht auch mal? Sense of Time oder Time of Sense oder so war von denen. Hanami Koji ist von denen. Also die haben jetzt nicht wenig Spiele. Und Hanami Koji wurde ja auch von Cosmos dann auf Deutsch gemacht. Mm-hmm. Ne? Also Englisches Rulebook ist auf jeden Fall auch mit drin. Hier, da brennt auf jeden Fall da entsprechend nichts an. Hier. Japanisch, Chinesisch, alles mit am Start. Cross-Order Kill ist quasi das Ding, was ich mir auf jeden Fall zocken würde. Und Abdomination würde ich mal zocken. Und was ich hier auch richtig... Ach, scheiße, ich fand irgendwie alles spannend. hier das Among Nobles, Alter, fand ich auf jeden Fall auch ziemlich gierig. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal entsprechend nachher nochmal nachgucken. Ja, Leute, besten Dank, Digga, Alter, cool, dass ich vorbeikommen konnte. Gerne. Wir sind übrigens in Essen gewesen, halt eben, wenn ihr mit Patrick mal talken wollt und ihr kommt hier aus dem Essen, dann meldet euch einfach hier unten mal in den Kommentaren, einfach schaut bei ihm auf dem YouTube-Kanal vorbei, mal lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Freuen wir uns auf jeden Fall. Guckt auch mal, was er so für crazy Sachen macht, wenn ihr nicht so die... Also du hast ja einen Nerd-Kanal gemacht, wenn ich ja damals einen Brettspiel-Kanal angefangen habe, deswegen finden sich da auch Sachen... wie diese Top-Filme-Liste oder die Top-Computerspiel-Sachen und so weiter und so fort. Letzter Zeit viel mit Videogames, wo ich mich halt noch mit 2 anderen Dudes zusammensetze und wir versuchen relativ regelmäßig auch zu erzählen, was haben wir neu gekauft, was haben wir abgeschlossen, was haben wir gezockt und so weiter. Und natürlich auch mein Steckenwert viel, viel Anime halt. Ne?
Lohnt sich auf jeden Fall, da entsprechend mal reinzugucken, Leute, auf jeden Fall ein richtiger Zugewinn, als mal nicht so lieblos gemacht wie bei mir. In dem Sinne, Leute, sind wir raus. Ich bin der Digga, das war der Patrick und ihr seid die Besten. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.